Gleich geht es los mit der Pen & Paper Rollenspielrunde. Es ist ein Fanprojekt. Alle Beteiligten sind Laien und es wird so gespielt, wie es ihnen Spaß macht. Sie verkörpern dabei fiktive Charaktere, sie Schauspielern. Aussagen und Handlungen der Charaktere können also stark davon abweichen, was die Beteiligten denken oder tun würden. Dabei können auch schwierige Themen vorkommen. Wenn du merkst, dass das gerade nichts für dich ist, dann überspring die Szene oder schau einfach in der nächsten Folge wieder rein. Und damit viel Spaß! Sie lügen, wenn sie sagen, das Licht sei der Ursprung. Ich habe es gesehen und weiß, dass die Dunkelheit unsere wahre Heimat ist. Und nun, da diese Dunkelheit ihr Recht am Himmel fordert, fliehen die feigen Lügner, die Alten, die Sterne, hierher zurück. Doch hier warte ich, und ich werde ihre Seelen wieder finden. Ich werde euch alle von ihren Lügen befreien. Das Licht muss enden, damit wir alle zurückkehren können in die Unendlichkeit der Dunkelheit, von der wir kommen. Ich bin Aran Talvar. Und wer soll mich aufhalten? Huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen & Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder DSA ohne DSA-Regeln, sondern mit Cinema-Regeln. Ausrufezeichen-System könnt ihr in den Chat hauen, dann den Link zu Cinema. Da gibt es jetzt bald auch irgendwie ein Update. Bin ja bei Marot im Discord und der hat endlich mal geschafft, sein 2.0-Regelwerk jetzt in der Alpha-Version dort zu posten. Also falls ihr den Marot irgendwie anfragt, ob er auch in den Discord kommt, dann könnt ihr das auch gucken. Aber es ist noch nicht für die Öffentlichkeit eigentlich, nur für die Auserwählten im Marot-Discord. Ja, aber er arbeitet dran und sind schon alle zusammengefasst und die vielen Spielarten des Cinema-Regelwerks sind schön zusammengefasst. Finde ich sehr gut. Bald erscheint es hoffentlich. So viel dazu. Irgendwie hat sich das bei uns jetzt hier eingependelt, dass wir jetzt immer nur noch jeden Monat spielen. Irgendwie, wir haben ständig die Seuche irgendwo. Aber ich hoffe, das ändert sich auch mal bald wieder zum Guten. Wir sind nämlich heute auch wieder zu voller Anzahl dabei. Wir haben dabei Elanor als Tashmiru. Guten Abend. Und Stadtpoetin als Shayariel. Hallo zusammen. Und Rintaro als Lumin. Die Zwölfe zum Gruße. Und wenn ich den Tag richtig lese im Zoom-Call, dann heißt Alriccio in Wahrheit Pölle. Möge euch der Himmel nicht auf den Kopf fallen. Form von Sternen. Last but not least, Snorri, gespielt von Slive.
Das wohl. Guten Abend. Slive, wusstest du eigentlich, dass die Gestade des Gottwals neu aufgelegt werden? Ja, ich habe es gesehen, tatsächlich. Ja, ich überlege, ob ich es mir holen soll. Also ja. Nur zur Info, ne? Falls du irgendwie ein Torvala-Abenteuer planst oder so, ich würde Interesse bekunden. Noch mehr Torvala-Abenteuer als Snorri Es hier, kann, hier es bei uns gibt ist. nicht, es gibt nicht zu viel Torvala. Das kann es nicht geben. Ja. Der Chat ist auch schon da. Hallo, Valinoe macht hier direkt mal ein paar reine Segen für alle. Sicher dringend nötig. Bin übrigens auch eigentlich wieder krank. Vielleicht sieht man es so ein bisschen. Aber ein bisschen Bindehautentzündung. man sagt mir schon, falls heute Vampire vorkommen, dann passt das ganz gut. Ja, und Engil ist da, Ocke ist da. Hallo, hallo, Torvala Power und Pölle. Baal 84 mit ganz vielen Vieren. Schön, schön. Immer toll, wenn ihr reinschreibt, dass ihr da seid. Ich habe in letzter Zeit zu viel Pölle-Streams geguckt. Muss ich übrigens noch kommentieren. Man kann zu viele Pölle-Streams gucken. Ja, immer so. Also ich war zurück irgendwie so 4 oder 5 Streams zurück, habe die alle am Stück gehört. Passt. So, und dann hat man hier ständig dieses Intro von dir. Das ist schon sehr, sehr repetitiv. Solltet ihr übrigens mal machen, falls ihr das noch nicht gemacht habt, auf dem Kanal von Pölle mal die 7 gezeichneten Kampagne also euch anhören. Ist auch gerade auf einem ganz üblen Cliffhanger. Ich will eigentlich, dass es weitergeht, aber die machen erst nächste Woche, glaube ich, weiter. Ja. Okay, aber wir machen ja heute auch weiter, denn wir haben auch auf einem halben Cliffhanger geendet von den Sternenträgern. Wir sind ungefähr, Moment, ich muss jetzt mal meine ganzen Tabs hier irgendwie sortieren. Wir sind hier irgendwo. So, kann man das, oh, so, jetzt kann man sehen. Hallo, hier, der, irgendwo. So, wo genau, ist halt schwierig zu sagen bei den Salamandersteinen. Und ja, ihr wurdet quasi eingesammelt von einer Waldelfensippe, die sich als Wächter der Salamandersteine geoutet haben. Sie haben euch nicht direkt getötet, das ist schon mal sehr, sehr nett für Waldelfen. man hat euch irgendwie in die Waldelfensiedlung hineingeführt und selbst für Shayariel, die ja auch aus einer kleinen abgelegenen Auelfensippe kommt, ist das nochmal so ein ganz eigenes Ding. Ist ganz schön gewesen da, dass wenn sich so die Bäume beiseite schieben und ja, und den Blick freigeben und man vielleicht jetzt auch erst begreift, warum die Waldelfensippen eigentlich nicht gefunden werden, wenn man sie, weil man nicht genau weiß, wonach man suchen muss. Ja, und ihr habt auch da eine alte Bekannte getroffen, diesmal nicht in euren Träumen, sondern in der Realität. Und zwar die Elfe, die euch in euren Träumen begleitet hatte. Moment, wo sind meine Tabs? Wieder da. Und genau, die hat euch ein bisschen was erzählt über dem, warum ihr da nicht direkt abgeschossen wurdet. Irgendwie hat man versucht, ein gutes Wort für euch einzulegen. Und irgendwie ist sich die Sippe auch der besonderen Situation bewusst, die jetzt gerade da wegen dem Hilferuf existiert. Aber sie schützen eigentlich auch das Salamandra und Madayas Träume vor Eindringlingen, besonders vor menschlichen Eindringlingen. Und da ihr alle bis auf Shayariel Menschen seid und Shayariel ist jetzt ja auch echt schon Badok en masse, so viel Menschenkontakt, wie sie hatte. müssen wir mal ein bisschen gucken, ob die euch überhaupt da irgendwie in der Richtung haben wollen. Wobei die Elfe für euch ein gutes Wort eingelegt zu haben scheint. Und irgendwie dafür gesorgt hat, dass ihr generell, bevor ihr direkt ermordet werdet, erstmal
begutachtet werdet. Das, dazu sind verschiedene Sippen zusammengekommen mit Vertretern. Und alles, was so Rang und Namen hat an Elfensippen, das ist relativ selten, dass sich die großen Elfensippen einer Region zumindest mit ihren, ja, mit ihren Vertretern irgendwie zu versammeln. Die bleiben eigentlich immer sehr für sich selbst. Aber irgendwie scheinen sie sich wegen euch oder wegen der Situation oder wegen beidem aufgemacht zu haben und treffen sich jetzt hier quasi alle. Und ja, wollen euch entweder was Gutes oder was Böses. Das wissen wir noch nicht so genau. Und ja, wir haben, glaube ich, da geendet, dass wir ja, so eine Art, was heißt, eine elfische Behausung zugewiesen bekommen habt, wo ihr aber auch nicht raus dürft. Und ja. Und man hat euch ja, die Serie hat euch ein bisschen was erzählt über das Salamandra und über Manayas Träume und warum das alles so bedeutsam ist mit den Liedern hier. Und alles, was ihr hier irgendwie habt, es ist ständig alles von Musik durchdrungen. Das ist ein besonderes Merkmal. Überall klingt Musik. Die verschiedensten Melodien weben sich wie von selbst ineinander. Überall habt ihr spielende, singende, also Musikinstrumente spielende oder singende Elfen gesehen. Die Blätter der Bäume und die Büsche und selbst das Laub auf dem Boden scheint sich in der Melodie der Lieder zu bewegen und alles ist irgendwie so, als hätte das ja, man kann es vielleicht nicht damit vergleichen aus dem Horasreich irgendwie, wenn man da in so eine schöne Operette geht oder so und dann nicht mehr rauskommt aus dem Orchestergraben. So ist es nicht, aber es ist halt alles so ein bisschen, wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, ich stelle mir das ein bisschen vor, als hätte man diesen Matrix-Blick, ne, aus der Matrix, wo Neo das erste Mal dann den Matrix-Code sieht. Und ihr habt diesen Blick noch nicht, aber ihr wisst, dass es den gibt. Und ihr seht so die einzelnen Schriftzeichen und habt aber noch nicht den Blick für das Ganze, glaube ich. Weiß nicht, ob diese Beschreibung euch hilft. Es ist auch sehr schwer zu beschreiben. Ja. Solange alles hinterher wie Sex Christmas. Ja, und Siri hat euch auch gesagt, ihr solltet irgendwie mal schauen, auf welcher Stufe der Leiter der Erkenntnis ihr seid oder ihr euch verortet, damit ihr euch verteidigen könnt vor den anderen Elfen. Denn ja, die haben alle so ihre eigenen eigenen Intentionen und man weiß auch gar nicht genau, ob es jetzt gut ist, weiter oben oder weiter unten auf der Leiter zu stehen. ja, die Stadtpoetin hat sich ein bisschen versucht einzulesen über diese elfische Erkenntnisleiter, aber hat dann irgendwann aufgeben müssen, weil das ist auch echt ein schwieriger Text und für Nicht-Elfen auch eigentlich nicht verständlich und Stadtpoetin ist in Wirklichkeit gar keine Elfen. Was? Ja, jetzt ist es raus. Das vielleicht eine aus, nicht von DSA. Ja, vielleicht ein D&D-Elf, ja, das könnte natürlich sein. Ein Herr der Ringe-Elf. Herr der Ringe-Elf, ja, das sind nur Elben, glaube ich, ne? Eine Legoli. Ein Legoli. Ja. Ja, wollt ihr denn irgendwas machen da in eurer Behausung? Also es stehen da keine Wachen rum oder so, die euch da großartig, aber man hat euch schon gesagt, ihr sollt euch da, ihr könnt euch eigentlich nicht frei bewegen in dem ganzen Behausung und das, ja, wenn ihr so ein bisschen einen scharfen Blick über die Wipfel schweifen lasst, seht ihr nicht nur diese spielenden Elfen, sondern immer diese Schemen, die mal verschwinden und mal wieder auftauchen, mit der Umgebung verschwimmen, mal in ein grimmiges, elfisches Gesicht hineinschauen. Also da sind Leute, die auf euch irgendwie aufpassen, was ihr macht. Aber sie bewachen euch jetzt nicht in dem Sinne, dass da jetzt irgendwie Wachen mit irgendwelchen Waffen direkt vor der Tür stehen und euch irgendwie aufhalten würden, wenn ihr rauslauft. Wir sind also nicht mehr in diesem Käfig. Ja, eigentlich sind wir... Ja, diese Behausung. Ja, Behausung. Ist Siri eigentlich noch da?
Also sind wir noch in einem Aufzugkäfig, ja? Was du dann als Behausung jetzt nennst, ja? Genau. Ja. Ja. Ist die Serie noch Aufzug- da oder ist sie schon, ja, ist noch schon da. Wieder weg? Mhm. Ja. Kaschmere würde sich tatsächlich dann so ein bisschen nachdenklichen Eckestand an Seri wenden und sie anschauen. Ich muss mich noch entschuldigen bei dir. Ich war in meinem Traum ja nicht ganz so freundlich, habe dich für einen Vampir gehalten, obwohl du uns eigentlich nur auf einen anderen Vampir hinweisen wolltest. Ja. Es war einfach irgendwie ein seltsames Erlebnis. Das wollte ich dir so sagen. Hinterher ist man immer schlauer. Aber Shayariel oder Siri, habt ihr eine Idee, was die hinterher von uns hören wollen? Was von wegen dieser komischen Leiter? Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja vor allen Dingen darum, sich selbst zu reflektieren und die eigenen Taten zu hinterfragen. Ich glaube, sie haben Angst, dass wir das Böse, das Dasein hierher bringen. Und das, ja, sie haben halt aus ihrer eigenen Geschichte gelernt, dass wenn man sich auf das Böse einlässt, dass das dann zum Tod führt. Also es Also sollen wir einfach ist alle so sagen, dass wir aus der Geschichte gelernt und ich meine, am Ende führt halt die letzte Stufe in den Tod. Also vom Licht zum Sein zum Werden zum Wissen, zur Macht, zu Gier und dann kommt nur noch der Tod. Weil die Elfen, die Hochelfen, davon singen die alten Lieder, erst machtgierig wurden, also erst Macht und dann gierig. Das hat dann zu ihrem Tod geführt und zu ihrem Untergang. Und ich glaube, das ist die Sorge, dass sie haben, dass wir das Böse hier reinbringen und sie selber vielleicht dann dem Tode anheimfallen. Also aber wir können nicht lügen, das werden sie merken. Okay. Also, ja, was heißt lügen? Ich habe keine Ahnung, was davon jetzt genau bedeutet. Also sollen wir einfach alle sagen, dass wir Licht sind und dann ist gut, oder? Also das funktioniert, glaube ich, schon gar nicht, denn keiner von uns ist Licht, nicht mal die Elfen sind Licht. Das Licht ist das, was das ursprünglichste aller Sein ist. Das lässt sich gar nicht beschreiben oder in Worte fassen. Wir haben so etwas wie eine Urerinnerung daran eingepflanzt, aber keiner von uns, oder die wenigsten, vielleicht gibt es noch irgendwo welche, die ganz nah dem Licht sind, haben das ja jemals erlebt. Also das Licht ist, aus dem wir kommen, aber im Licht gab es noch kein Wesen und kein Sein und auch keine Formen, sondern wir waren eben alle Licht. Es gab keine Unterschiede, es gab nur Musik. Und aus dem Licht sind dann erst die ersten Elfen hervorgegangen ins Sein. Das heißt, es war dann nicht mehr Licht, sondern die haben angefangen, eigene Formen anzunehmen und Existenzen zu werden. Aber damit waren sie noch nicht hier, sondern sie waren dann quasi immer noch in den Träumen oder in dieser Zwischenwelt. Und danach kam erst das Werden. Das heißt, danach sind sie erst auf die Welt gekommen und haben Siedlungen gegründet und haben sich versucht, hier zurechtzufinden. Und das war, glaube ich, der schwierigste Schritt. Also vom Licht ins Sein und dann zum Werden in die Welt und dort Sippenverbünde und alles herausfinden. Und dann gab es so, ich weiß nicht, ich glaube, es war nicht so einfach, weil da waren ja schon andere Wesen, so Orks oder so. Und dann gab es so Kämpfe. Also das war so diese Zeit, wo sie ja noch nicht, auch nicht, eben, sie hatten noch kein Wissen. Also sie waren halt einfach da und haben so vor sich hingelebt. Das ist vielleicht die Stufe, die am ähnlichsten oder die eine der wenigen Stufen, die überhaupt für uns in Frage kommen würde noch. Weil alles davor ist halt schon zu weit weg. Und dann haben sie sich Wissen angeeignet. Das heißt, sie wollten immer mehr lernen. Dann gab es so die ersten Berufe und Spezialisierungen. Sowas wie Weitläufer oder andere Sachen. Und sie wollten immer mehr lernen und haben, ja, und das führte dann halt dazu, dass sie diese Hochelfen geworden sind, dass sie halt angefangen haben, hohe Häuser zu bauen und Türme und Geschöpfe und so an Götter geglaubt haben und ganz weit weggekommen sind eigentlich vom Licht, was am Ende dann zu ihrem Untergang geführt hat. Weil sie gierig wurden. Weil sie gierig wurden und immer mehr wollten, weil sie einen Himmelsturm gebaut haben und
dann waren sie anfällig dafür, dass das Dasein die Welt kommt und sie verführt. Und ist die Menschheit dann nicht schon längst bei Gier angekommen? Ich gucke weniger Shayariel, sondern mehr die anderen an. Ja, wenn du da bist, bist du wohl da. Ich sehe mich da nicht. Nicht jeder Mensch ist ja auf dieser Stufe, sondern es kann ja da auch Abstufungen geben. Und wahrscheinlich, wenn man jeden Elf, den man fragt, wird eine andere Antwort darauf finden. Vielleicht meinen manche, alle Menschen sind gierig, aber machtsüchtig, aber vielleicht gibt es ja auch solche wie die Magier, die eher auf Wissen aus sind. Oder so Torwaller, die so nur so aufs Schiffen herumfahren, sind, glaube ich, eher so, vielleicht noch nicht so wissensmäßig unterwegs. Naja, also ich weiß ja schon viel über Schiffbau und so. Ich bin doch nicht dumm. Ich habe eine hohe Schule besucht. Norris, alles gut. Ich befürchte, Shayari zeigt uns gerade eher, auf welcher Stufe sie steht. Mit dieser Aussage. Ich wollte schon einen Scherz machen über den, über Torwaler. Wo derjenige, der Geweihte des Gottes der Händler und Diebe wohl ist, auf welcher Stufe? Die Frage, was wir halt nicht beantworten, oder was ich nicht weiß, ist, was die Waldelfen so hören wollen oder was sie denken. Vielleicht denken sie ja, wir sind alle gierig und machtbesessen und dann sagen wir sind doch aber gar nicht so und dann irritiert sie das auch. Wir können aber nicht, dass sie irritiert sind. Also schon, aber sie wollen was von uns wissen. Tun sie ja. Und ja, da kommen sie nicht umhin, über uns Wissen zu kriegen und Schritte zu gehen. Zwei Dinge dazu. Erstens, ich glaube, die sind sowieso schon irritiert. Wenn ich mich hier so umgucke. Und zweitens, ich habe nichts gegen Irritationen. Wenn nie was irritierend wäre, würden wir nie weiterkommen. Ich denke, es wandelt sich halt immer. Die philosophische Frage wäre, ob man eigentlich auch wieder zurückgehen kann. Also wenn man schon mal so auf der Stufe des Wissens ist, ob man dann wieder ins Werden gehen kann und dann irgendwann wieder ins Licht kommt, was ja unsere große Hoffnung ist als Elf, dass man wieder ins Licht zurückkommt. Oder ob es eher so ist, dass man halt, wenn man von Stufe zu Stufe geht, irgendwann sowieso beim Tod ankommt. Also ich sehe das Werden, ich sehe mich irgendwo zwischen Werden und Wissen, aber nicht das Werden im Sinne der Elfen, sondern im Sinne der Menschen, weil naja, wir müssen, es ist so ein Kreislauf zwischen Werden und Wissen, weil ohne etwas zu wissen, kann man ja keine Arbeit nachgehen. Ne? Snorri hat sich angeeignet, Holz zu verarbeiten. Ich habe mir den Kampf angeeignet, ebenso wie Lumin. Und dadurch sind wir halt das geworden, was wir jetzt sind. Also es ist irgendwie so, alles, wir Menschen sind halt viel komplizierter als diese gerade Leiter. Ich glaube auch, dass die Elfen komplizierter sind als diese gerade Leiter. Ja, sie wollen es nur nicht sehen. Naja, ich glaube... Oder sie wissen das. Ich glaube, es ist halt wirklich in diesem... Also mit Wissen ist es vielleicht eher sowas wie Hochkultur gemeint, aber ich weiß nicht, ob die das hier so sehen. Also im Sinne von, es werden wirklich so kulturelle Fähigkeiten herausgebildet und Spezialisierungen und so. Und es geht nicht um so einen Stammesverband, der sowieso zusammenlebt und um seine Aufgaben zu bewältigen, ja natürlich auch was wissen muss so. Sondern es geht eher um das Hochkultur. Ja, aber das können wir ja nicht wissen, was sie denken, was Wissen ist. Wir müssen einfach von unserem menschlichen Standpunkt ausgehen. Also das werde ich tun. Dann müssen sie halt lernen, uns zu verstehen. In einer gewissen Art und Weise. So zum Beispiel mit dem Vermächtnis der Völker. Ja, aber das können wir jetzt schlecht hierher holen. Ja, doch mal, das liegt an einem seltsamen Ort. Macht mir nur mehr Sorgen, wenn sie meinen, wir seien nicht würdig, was sie dann mit uns machen. Ja. Vielleicht das, was sie ohnehin schon vorhatten, mit uns zu tun. Ich freue mich. Da wir Magier dabei haben, würde ich mich dann jetzt einfach fürs Werden entscheiden, auch wenn ich nicht wirklich Ahnung habe, was das denn da bringt, weil an das Wissen der Magier komme ich wahrscheinlich nicht ran. Aber du hast auch viel Wissen. Irgendwo dazwischen bin ich, das weiß ich. Wir lernen aber alle noch. Ich habe auf dieser Reise schon so viel gelernt, dass ich feststelle, ich weiß noch gar nichts. Und das ist auch ein Wissen, das man mal braucht. Ja.
Wir sollten uns auch Gedanken darüber machen, wie es denn, wenn weitergeht in diesen Traum hinein. Aber wir gehen nicht ernsthaft in einen Traum, oder? Traum ist in dem Fall nur ein Begriff der Elfen für ein bestimmtes Gebiet. Nicht. Oder ich weiß was? Es absolut nicht. Es klingt ziemlich, allein hier zu sein, das Weil zu sehen, was so unwirklich wirkt und doch real ist. Vielleicht ist das wie in dem Vermächtnis der Völker. Das war ja irgendwie auch so, dass wir da zwar reingegangen sind, aber es sind ja da auch so ganz viele merkwürdige Dinge passiert und die Melodien waren da und wir konnten uns alle verstehen. Also es hatte schon auch was Traumhaftes. Mal ganz banal, so als Zimmermann, also ich kenne mich ja nur mit Schiffen aus, aber als Zimmermann gesprochen, wenn die solche Häuser bauen können, dann haben die auch Träume, in denen man rumspazieren kann. Okay. Bestimmt. Also, ich habe schon so viele Sachen gesehen auf dieser Reise, die meine alten Augen in Torval nie gesehen hätten, dass ich mittlerweile, ich dachte ja, einen alten Mann kann nichts mehr überraschen, aber das habe ich als erstes gelernt. Ja, nur viele unliebsame Überraschungen, zumindest zu viele für meinen Geschmack. Ja, da hast du auch recht. Professor Silberhaar meldet sich, vielleicht bist du da gar nicht so weit weg von der Wahrheit, Snorri. Also, wenn man den Beschreibungen glauben kann, ich selbst war noch nicht da, aber dann soll es in den Salamandersteinen einen fließenden Übergang zwischen Realität und Traum geben? Soll sowas möglich sein? Nun, das ist der Ort, der mystische Ort, an dem die Elfen das erste Mal aus dem Licht hinausgetreten sind. Und eine ihrer ersten Götter hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass sie sich immer noch heimisch fühlen können, wenn man nah an diesem Ort ist, und hat dafür ihre Träume geopfert. Oder sich selbst, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die Geschichte ging. Das heißt, sie hat mal Götter und Shariariel meinte ja von wegen, sie glaubt nicht an Götter, also. Das sind keine Götter, sowas wie eine Urelfe, die halt zuerst aus dem Licht in die Welt getreten ist. Das ist ja keine Göttin, nun, sondern eher eine Art Vorfahren. Weil du jetzt plötzlich die Expertin für Götter bist, ja? Also ich würde sie als Vorfahren sehen und nicht als Götter, weil wie ich vorhin schon erklärt habe, der Gottglaube hat ja die Elfen zum Tod geführt. Nun, Tashmiru und Alricio, ihr könnt mir doch sicher etwas aus dem 12 göttlichen Pantheon, auch wenn es vielleicht euren eigenen Kult nicht betrifft, über die Gottheit unter den Menschen namens Shimyare erzählen. Klingelt mir gerade nichts. Tashmiru wirkt auch irgendwie so ein bisschen abwesend und lehnt an der Ecke. Wirkt ein bisschen verloren. Atmet auch etwas schwerer. Irgendwas geht in ihrem Kopf vor. Sie ist ein bisschen seltsam. Kann ich auch nicht. Das habe ich mir gedacht. Es ist eine sehr, naja, alte Gottheit, aber immerhin in das 12 göttliche Pantheon integriert. Im 12 göttlichen Pantheon gilt Shimya als Sohn von Ingerim und Zar. Dann wundert's mich nicht, dass ich von ihr noch nicht viel gehört habe. Am Tag der Erneuerung, 30. der Zar zum ersten Fex, gibt es immer einen Festnamen zum Ehren von Shimya. Wo? In Gareth soll es einen Tempel geben. Ja, wenn sonst nicht. Ich war noch nie in Gareth, tut mir leid. Ich auch nicht. Das Merkwürdige ist, ebenfalls gibt es bei den Novadis, unten bei dem Wüstenvolk, die den Eingott Rastulla verehren, ebenfalls eine Gestalt namens Shimya. Anscheinend eine der vielen Frauen dieses Eingottes. Stimmt. Ja.
Die steht für Erfindungsgeist und ja. Passt ganz gut zu Ingrim, finde ich. Stimmt. Was ich mich ja frage, ist, ob wir einander vertrauen können. Also sollte es so sein, dass sie uns töten wollen, weil wir schon zu nah an Gier sind? Also du hast ja auch vorhin gefragt, ob das nicht vielleicht auch wieder umkehrbar ist, ne? Ob das nur Anbahnstraße ist, die Leiter. Ja, das frage ich mich so, aber das ist jetzt die philosophische Frage. Naja, aber wenn man das nicht könnte, dann wären die Waldelfen ja auch alle noch auf der Gierstufe. Wenn die Elfen aus dem Licht getreten sind und Hochelfen geworden sind. Also irgendwie müssen sie ja zurückgekommen sein, oder? Ja, das waren ja manche der Elfen, die Hochelfen geworden sind. Die Waldelfen haben sich schon sehr, sehr lange auch hier so für sich abgeschottet, vor allen Dingen in diesen Gebieten, damit sie eben nicht abtrünnig werden. Und jetzt, also die Hochelfen als solche sind ausgestorben. Das sind andere Sitten, die jetzt noch existieren. Das ist aber so nicht ganz korrekt, wenn Shayari. Ich habe übrigens auch war noch nicht zu Ende mit meinem Chimia-Vortrag. Also dieser 12 göttliche Chimia sollte euch vielleicht irgendwann mal, also ist eigentlich anerkannt. Allerdings gibt es bei den Elfen ebenfalls eine Gestalt namens Chimia. Nämlich Chimia, der aus dem Licht trat. Angeblich der allererste Elf, der Aventurien oder Dere betreten hat. Und ebenfalls der erste Hochkönig der Elfen. Derjenige, der das Volk angeführt hat, aus den Salamandersteinen heraus in die Welt. Willst du damit sagen, dass alle drei dieselbe Person sind? Das wäre Frevel in den Augen vieler zwölfgöttlicher Diener. Aber. Kann gut sein. Ich meine, die Zwölf. Dieser Chimia wurde von den Hochelfen später auch als Gott verehrt. Dann solltet ihr den Waldelfen gegenüber, glaube ich, nicht diese Lektion halten, die ihr uns gerade angedeihen lasst. Er hat doch sowieso ein Silber gekriegt, dafür, dass er die Klappe hält. Dann sagt das Schmero, die jetzt mittlerweile am Boden hockt und. Jetzt doch wieder still wird. Zurück ebenfalls. Also ich glaube, der Verfall der Hochelfen trat deswegen auf, weil sie nicht wussten, was Götter sind. Das wissen die Elfen heute immer noch nicht richtig. Und sie haben einfach angefangen, jede ultramächtige Gestalt als Gott zu verehren. Das war ein Fehler. Aber der Fehler von in der Erzählung von Jayaril war, die Hochelfen existieren sehr wohl noch, wie wir an den Sängen des großen Umvolker lesen können. Denn die Hochelfen haben sich erhalten in der Globule der Insel im Nebel. Und unter dem Hochkönig Fenvarien sind sie wieder vereint worden. Das mag sein. Das heißt auch, dass die Auelfen von den Hochelfen abstammen. Vielleicht natürlich nicht alle, weil sich stimmt, da auch die Völker durchmischt haben. Das heißt aber, dass wir aus waldelfischer Sicht sicherlich mehr Badog sind als die Waldelfen, wenn die hier leben und wahrscheinlich meinen, sich die ursprünglichere Seinsform erhalten zu haben. Nun, die Waldelfen sind nie aus den Salamandersteinen herausgetreten. Deswegen sind sie auch nicht abstammungsmäßig von den Hochelfen. Sind quasi ein eigenes Volk. Sie sind also Hillibillis, Geisterländer. Sie sind Hinterwäldler. Nein, sie sind näher am Licht. Ich bin sie haben auch den näher am Licht nach drei begangen. Flaschen Bremer Feuer. Ich glaube, die Torvaler sind auch näher am Licht als manch andere. Zumindest du, Snorri. Nur weil du dann die Lampen an hast, heißt es nicht, dass du näher am Licht bist. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich das richtig verstehe, dass meine Sippe, aus der ich komme, die war ja sehr abgeschottet,
dass wir zwar wahrscheinlich aus weitelfischer Sicht nicht mehr in der Werdensstufe waren, aber wahrscheinlich aus meiner Sicht würde ich sagen, dass wir danach waren. Aber dadurch, dass ich die Sippe verlassen habe, bin ich schon längst bei der Wissensstufe angekommen und wandere jetzt auf diesen Sippendings immer weiter Richtung Macht und Gier. Das ist natürlich, könnte ein Problem darstellen. Also ist das parallel zum Badok, ja? Dieses Auf- und Absteigen? Also das ist nicht irgendwie unabhängig voneinander. Man kann auch, wenn man aus waldelfischer Sicht Badok... Also ich versuche halt dieses Badok einfach mal zu verstehen, ja? Dieses Badok ist ja jetzt erstmal, ich würde mal sagen, Gradmesser zwischen Menschlichkeit und Elfischkeit. Ja? Siri meint, Badok ist die Entfernung vom Licht. Also doch parallel. Okay, danke. Verstanden. Jein, weil die Menschen kommen ja, weiß ich nicht. Das ist, also, es geht ja nicht darum, dass wir menschlicher werden, sondern wir entfernen uns weiter vom Licht. Das ja, kann passieren, Menschen indem wir uns den Menschen an, Licht. Dass wir uns den Menschen angleichen, aber das hat das eben, das Menschen, das ist nicht dasselbe. Die Menschen sind von hier und das ist schlecht. Also in Augen derer, die eigentlich ins Licht zurück wollen. Dann verstehe ich die Frage nicht. Also, wenn wir von hier sind und damit Genuin nichts mit dem Licht zu tun haben können, weil wir damit ja nie in Kontakt waren. Also wieso sollen wir uns dann auf einer Leiter verorten? Das ist ja irgendwie Schwachsinn, oder? Also weil die Waldelfen gar kein anderes System haben, um das irgendwie einzusortieren, wie Menschen drauf sind. Es geht darum, einzuschätzen, ob man euch in die Salamandersteine hineinlässt und damit näher an das Licht. Damit bedeutet ja aber, dass die Menschen doch etwas mit dem Licht zu tun haben können oder zumindest auf dieser Leiter irgendwo auftauchen. Nein, also, aber ihr könnt das Licht verunreinigen. Das ist, glaube ich, die Sorge. Weil sie haben ja versucht, das Licht hier so zu erhalten, von dem Dasein zu bewahren, so gut wie möglich. Und ihre Sorge ist, glaube ich, wenn jetzt Menschen da reinkommen, dass das Böse direkt da reinkommt. Und je mehr ihr quasi schon Badok seid oder auf diesen Stufen vorangeschritten seid, desto eher ist die Gefahr, dass das alles, weiß ich, unrein wird und weniger lichthaft oder so. Und ich bin anfällig für das Dasa, wenn ich zu weit unten auf dieser Stufe bin. Ist das? Genau. Das je so weiter man unten ist, desto mehr Dasa. Auch da nochmal Hilfe. Kann ich mir das so vorstellen, wie, also mein Freund Olaf, der kam von den Olportsteinen und hatte in seinem Leben, bis er auf die Akademie nach Olport kam, nichts gesehen außer Nebel, Steine, Meer und Schiffe und Lagerfeuer. Der war total lieb, aber rührend naiv. Der hat noch nichts von der Welt gesehen und immer, als er mehr von der Welt sah, wurde er trauriger. Weil die Welt nicht mehr so einfach war und nicht mehr so in seine Regeln passte. Und irgendwann kam er nicht mehr klar und ist darüber verrückt geworden. Kann ich mir das so vorstellen? Das ist ein Aspekt, den ich ebenfalls ansprechen wollte, Snorri, meint Siri. Ich glaube, ihr wollt, also natürlich ist die Bedrohung durch die Waldelfensippe natürlich für euch im ersten Fokus, aber ihr müsst auch die Fürsorge dieser Sippe auf euch gegenüber in Betracht ziehen. Denn etwas, was nicht aus dem Licht kommt und das sich dem Licht nähert, wird es nicht verstehen, wird es nicht kennen. Und daran könnt ihr zerbrechen. Ihr werdet, wenn ihr euch dem Licht nähert, wie gesagt, in eine Art Mischung aus Realität und Traum eintreten. Siri, Frage. Wenn Sie sich dagegen entscheiden, dass wir diesen Traum betreten dürfen. Ja. Was werden Sie dann mit uns tun? Das kommt drauf an, wie sehr Sie sich dafür entscheiden, dass Sie nicht betreten dürfen. Es gibt da Abstufungen. Wenn Sie entscheiden, dass Sie das Böseste vom Bösesten seid, dann werden Sie euch töten. Waldelfen sind echt Freunde von Abstufungen, kann das sein? Wenn Sie nur entscheiden, dass ihr nicht reif dafür seid, die Salamandersteine zu betreten, aber sonst eigentlich ganz in Ordnung, dann schicken Sie euch einfach nur weg. Mit dem guten Hinweis, nicht wiederzukehren, ansonsten, naja. Töten Sie uns. Wobei das schon eine sehr gute,
der Zuspruch ist schon, also sie wollen euch nichts Böses, dass ihr hier seid, zeigt das schon. Und was sie euch dann wieder weglassen würden, glaube ich schon. Und auch das ist selten, denn ihr könntet sie ja verraten. Und mit viel mehreren von euch wiederkommen. In einem ganzen Heer oder so. Um was zu erbeuten. Aber gut. Du solltest wirklich die Phileasong-Gesänge lesen. Also Geheimnisse sind doch für Menschen immer etwas, wonach sie streben. Etwas, was sie nicht haben können, das wollen sie haben. Da kommen dann so ganz viele Adepte Tassias und wollen dann einfach die ganzen Elfen hier kennenlernen und ganz viel Wissen von denen haben. Ich glaube, selbst wenn es nicht kriegerische Absichten sind, dann könnt ihr das zutiefst verstören, die Waldelfen. Doch kennenlernen ist doch nichts Schlechtes. Ja, aber... Lumin, nochmal dazu. Volker besingt ja, dass die Elfen einen offenen Krieg mit den Horden des Namenlosen geführt haben in der Vergangenheit. Er hat das gesehen, eben in Träumen der Elfen. Und also du weißt selber, wie hinterlistig die Verführung des Namenlosen sein kann. Wir werden als Geweihte nicht umsonst darauf geeicht, ja, uns vor dem zu hüten, was der Namenlose einem einflüstern kann. Also ich habe da vollstes Verständnis für, wenn die halt einfach vorsichtig sind. Agenten sind da überall. Es gibt ja unendlich viele namenlose Agenten, die auch nicht davor zurückschrecken, sich als Geweihte auszugeben. Wir hatten es ja vor kurzem erst. Na, der Vertreter des DASA ist ja derjenige, der euch die ganze Zeit versucht zu schaden. Arantal war, der den Himmel kreischen lässt. Ein Elf. Ein sehr alter Elf. Aber dem Wahnsinn verfallen. Die Frage ist, ob sie uns glauben, wenn wir das erzählen. Also, dass unsere Sorge ja ist, dass er versucht, auch in die Träume zu kommen und diesen Ort zu zerstören. Er versucht es nicht nur, er hat es schon längst geschafft. Er ist das Böse. Er ist der Albtraum. Er ist das, was die Träume zum Albtraum macht. Das wissen wir, aber wissen das auch die Waldelfen, die hier leben? Das Prinzip zumindest verstehen sie. Eine gute Nachricht darin ist ja, wir müssten keine Angst haben, wenn die Waldelfen uns tatsächlich an das Licht heranlassen, dass er sich an unsere Fersen heftet, um dort hineinzukommen. Sehe ich das richtig? Er wird auf jeden Fall versuchen, dorthin zu kommen, denn sein ureigenstes Anliegen ist es, das Licht zu löschen. Seiner Meinung nach ist das Licht nicht der Ursprung. Und wir sind alle getäuscht. Was denn dann? Seiner Meinung nach ist die Dunkelheit der Ursprung und wurde von dem Licht verraten und eingeschränkt. Aber das ist ja furchtbar. Das heißt, alle, die zu solchen Pelamir gemacht werden, gehen dann nach in die Dunkelheit? Die sollten das auf jeden Fall verhindern. Was genau ist die Dunkelheit, Shayarel? Kannst du mir das mal erzählen? Das Nicht-Licht. Das Gegenteil von Licht, alles, was halt nicht Existenz ist, alles, was nicht erstrebenswert ist, das, was wir auf jeden Fall nicht wollen. Also, ich sehe das richtig. All das, was wir hier sehen, ja, die Waldelfen sind nah am Licht, also all das, was die hier schaffen, was hier geschieht, die Schönheit, die Musik, das ist alles das Licht, ja, und die Dunkelheit ist exakt das Gegenteil von Licht. Nein, das ist hier auch nicht das Licht, das ist hier irgendwo so dazwischen. Ja, das Licht ist noch viel krasser als das. Also, es basiert aber auf dem Licht. Wenn die Waldelfen nah an dem Licht sind und genau das vollbringen, ja, durch ihre Verbindung zum Licht, dann ist das ja zumindest das Resultat, also sagen wir mal die Ableitung vom Licht. Ja, also so wie so ein Tropfen von Medizin in 100 Wassertropfen oder so. Habe ich als Geweihter großes Verständnis für, ne? Also ich versuche auch immer über Dinge zu sprechen, die ich selber überhaupt nicht verstehen kann. Ja. Aber meiner Vorstellung, also ich kann zumindest einen Eindruck von dem bekommen, was das Licht sein könnte, vielleicht in viel, viel größerem Maßstab, wenn ich das sehe, was die Waldelfen sind und tun.
Und in der Vorstellung wäre dann die Dunkelheit eben das genaue Gegenteil. Also ich möchte es halt einfach verstehen. Ja, so wie halt diese Felamir oder diese Vampire, auf die wir gestoßen sind. Die sind Geschöpfe der Dunkelheit, ja. Und die Dunkelheit ist Ranga. Dasa nennen es die Elfen. Hm. Warum sich auch jedes Volk für Ranga einen eigenen Namen ausdenkt, muss ich verstehe es nicht. Wenn ich das Konzept richtig verstanden habe, Snorri, ist das tatsächlich auch noch mal ein bisschen was anderes, weil Ranga die Gesamtheit der Dämonen ist und die Dämonen noch mal ein Konstrukt sind, das, so wie ich das jetzt verstanden habe, mit den Elfen überhaupt noch nicht in Berührung gekommen ist. Nun, die Hochelfen haben Dämonen genutzt. Interessant. Ein alter Mann lernt tatsächlich nie aus. Mir raucht der Kopf. Also Hochelfen sind böse. Pass auf, dass du nicht auf die Wissensstufe fällst. Um ja. Gottes Willen. Oder steigst? Die Hochelfen sind das, wohin die Menschen nicht streben sollten, aber gerade streben. Aber wie kann man denn von die Menschen sprechen? Also die Menschheit an sich. Hä? Aber die Horasier sind doch ganz anders als wir. Und die Ptolemiden auch. Und die von den beiden Rittern mal ganz zu schweigen. Aber wir sind doch so unterschiedlich. Den einen ist das wichtig. Eins ist allen Menschenvölkern doch gleich. Alle versuchen irgendwie an Macht oder an Status zu gelangen. Auf ihre eigenen Art und Weisen, aber ja. Ja, du hast recht. Also wenn ihr über Völker sprecht, mag das tatsächlich so sein, weil die Strukturen sich gegenseitig ja durchaus bekämpfen. Ich würde aber nicht behaupten, dass jedes einzelne Individuum Mensch das tut. Nicht jeder einzelne Hochelf war verdorben. Ich würde auch sagen, das ist viel zu viel Schwarz-Weiß-Denken. Ich dachte mir, entweder ist man gut, also Licht, oder man ist böse und man ist schwarz. Da gibt es so viele Abstufungen. Jetzt fängst du damit auch noch an mit den Abstufungen. Ja. Genau, die genannten Abstufungen, ist doch ganz klar. Entschuldigung. Also, jetzt ist ja die Frage, bist du nebelgrau oder bist du randgrau? Ockergrau. Wenn wir von schwarz und weiß reden. Nebelgrau ist ganz anders als randgrau. Aber bei Lumin ist nochmal anders. Und sind Geweihte automatisch auf einer besseren Stufe in der menschlichen Welt als so ein Krieger? Oder ist es eher andersrum, wenn ein Krieger eigentlich weniger Wissen hat und ein bisschen naiver ist? Ist er vielleicht dem Licht näher? Außer er hat sehr viel getötet? Ich zeige als erstes auf Snorri und sage, wenn überhaupt, bin ich Mondschattengrau, damit das hier klar ist. Und dann zeige ich auf Shayaril und sage, ich glaube, das ist tatsächlich absolut unabhängig von der Profession. Ich glaube, da geht es wirklich um, man könnte es vielleicht mit einer Art Seelenreinheit bezeichnen. Und auch da gibt es bei Geweihten ziemliche Unterschiede. Mhm. Und ich denke, also Lumin wird es besser wissen, aber auch bei Kriegern in Weiden gibt es da deutliche Unterschiede. Aber nicht wenn so ihr bei euch Kriegern in Weiden. Wenn ihr euch dem Dasa fernhalten müsst als Geweihte, dann solltet ihr doch eigentlich näher dem Licht sein als dem Nichtlicht. Nein? Keine Ahnung. Tashmero, wie siehst du das? Also, ich meine, grundsätzlich haben wir ja auch andere Assoziationen mit Licht und Dunkelheit. Also Boron zum Beispiel ist halt einfach auch ein Gott, der mit der Dunkelheit, also mit der physischen Dunkelheit, ja? So, mehr zu tun hat. Und das ist ja nochmal was ganz anderes, als was die Elfen als Dunkelheit bezeichnen. Ja, da müssen wir wirklich zwischen dem bösen Dunkelheit und der Dunkelheit der Nacht, der auch Fex mag, unterscheiden. Und irgendwie ich für meinen Teil stehe halt zwischen Werden und Wissen, weil ich ja irgendwie, dass ich bei mir fast eigentlich in meinem Kopf nebeneinander steht. Auf Menschen bezogen. Weil es ist so ein Hin und Her zwischen den Wissen und Werden. Mit jedem Schritt, also mit jedem, was wir wissen, werden wir auch. Wir entwickeln uns ja zwischen Wissen und Werden hin und her. Je mehr wir wissen, desto mehr können wir das Werden, das wir
sein wollen. Es ist, also vielleicht nicht näher dem Licht kommen, aber Menschen sind halt wie Elfen mit Licht und Schatten, aber ich bin definitiv sehr weit davon weg. Ich habe mich ja geschworen, die wahre Dunkelheit und seine Abkömmlinge zu bekämpfen, also ja. Eine Gestalt nähert sich euch über ein paar Äste, begleitet von einigen Kriegern, ist die Gestalt sehr auffällig. Alle anderen tragen hier sehr erdige Farben und Stoffe. Diese Gestalt fällt alleine schon dadurch auf, dass sie sehr groß gewachsen ist, vielleicht einen halben Kopf größer als die anderen Elfen, kreidebleich ist und kohlrabenschwarzes Haar besitzt und ebenfalls in eine grau-schwarze Gewandung gekleidet ist, über und über mit Federn verziert. Auf ihrer Schulter sitzt ein dunkler Vogel mit einem weißen Kopf und aber sonst schwarzem Gefieder, krächzt vor sich hin. Silberne Augen blicken in eure Richtung, legt ein Diadem aus einer Art hellem Holz auf der Stirn. Sie ist bemalt, trägt Striche und Verzierungen im Gesicht, dass diese Bleichheit ein bisschen kontrastiert. Auch gestützt auf einen hölzernen Stab, an den auch Federn dran und Überreste von Vögeln als Totem vielleicht dran geschnallt oder so sind. Sie wirkt auf jeden Fall sehr majestätisch, so wie sie schreitet. Alleine schon. Und wird halt begleitet von einigen Kriegern offenkundig, weil sie Bogen und Speer mit sich tragen. Einer hat sogar ein Schild mit dabei. Und nähert sich halt eurem Behausung, eurem Gefängnis. Und Siri schaut sich direkt um und meint dann, oh. Da ist es anscheinend soweit. Wer ist sie? Das kommt mir echt ungelegen. Das ist Ovara kündet von den Tränen. Die Vertreterin der Krähenrufsippe, die mitten in den Salamandersteinen lebt und am nächsten am Licht ist. Was können wir tun, um sie nicht in den ersten 30 Augenschlägen sofort zu beleidigen? Ich fürchte, eure bloße Anwesenheit ist schon eine Beleidigung, von daher nichts. Aber ich denke, sie wird den Prozess leiten. Weil ihr durch das Territorium der Krähenrufsippe durch müsst. Ja, laut krächzt der Vogel, die Krähe auf der Schulter der Gestalt, bis sie sich dann irgendwie auf ein paar Armlängen zu euch nähert. Zuerst Siri begrüßt mit einem freudigen Sanyasala und einem Lächeln auf dem Gesicht. Siri, nicht Siri. Und auch in Richtung Shayariel ein Lächeln und ein Nicken folgen lässt. Die anderen widmet sie keines Blickes und spricht dann nur so allgemein in die Runde. Sanyasala Fayama. Mein Name ist Ovara kündet von den Tränen. Ich bin die Abgesandte der Krähenrufsippe und für euch zuständig. Bevor hier alles beginnt, wollte ich mich selbst überzeugen von den Personen, die hier Einlass wollen. Und die für die Siri gebürgt hat. Wie ich sehe, ist eine Fey unter euch. Zu freundlich, dass ihr euch die Zeit nehmt, uns noch einmal zu besuchen. Dass ihr uns in Erwägung zieht, dass ihr überhaupt diesen Prozess mit uns führt und uns nicht gleich
getötet habt. Da müsst ihr Siri danken. Dann lächle ich Siri einmal an und nick ihr nochmal zu. Es ist so ihre Art, die Leute, die sich nähern, besser zu betrachten, als es die Späher, die direkt Wache halten, tun würden. Was sollten wir wissen zu dem Prozess, der uns bevorsteht? Wir werden prüfen, inwieweit ihr dem Bardock verfallen seid. Siri hat euch beobachtet und wird wissen, ob ihr die Wahrheit sprecht oder nicht. Und wir haben auch unsere Mittel und Wege, das generell herauszufinden. Die Sippen möchten euch kennenlernen, möchten wissen, wer hier Einlass gewährt oder verlangt. Besonders ich. Es sind schlimme Zeiten. Und dann kommt hier dieser Hilferuf. Nicht lange danach taucht ihr hier auf. Mit Artefakten ausgestattet. Wissen. Auch wir haben den Hilferuf vernommen, deswegen sind wir hier. Wahrscheinlich haben wir ihn sogar fast gleichzeitig gehört. Warum interessiert euch der Hilferuf? Er war so eindringlich, dass wir ihn schlecht ignorieren konnten. Wir hatten Sorge, dass jemand in Gefahr ist und dass wir uns auf den Weg machen müssen, diese Person zu retten. Und wir haben alle dasselbe Bild empfangen und haben gespürt, wie das Dasa in die Welt einbricht. Dazu kommen noch die anderen Zeichen, dass das Regnen der Sterne vom Himmel, was mir persönlich große Sorgen macht. Deswegen glaube ich, dass das nicht was Kleines ist, was hier passiert, sondern wir so gut es geht unsere Kräfte bündeln müssen, um zu verhindern, dass das Dasa eindringt. Du redest wahr. Das Dasa versucht in der Tat, einen stärkeren Einfluss auf die Träume zu bekommen. In letzter Zeit sind die Träume durchzogen von Schatten und von Verfall. Es kostet uns sehr viel Mühe, das Dasa fernzuhalten. Das haben wir auch wahrgenommen in unseren Träumen und die Menschen vielleicht weniger als wir Elfen, aber ich glaube, auch sie haben das gespürt. Deswegen wurden wir so zusammengewürfelt als diese eher merkwürdige Gruppe von Abenteurern. Dann folgt mir. Ich habe da noch ein Anliegen, bevor wir gehen. Sie hat sich gerade schon so zum Gehen gewandt und dreht sich jetzt wieder zu dir um. Schaut dich jetzt eindringlich an, du schaust in diese, jetzt, du siehst, du sind eigentlich nicht silberne Augen, sondern es sind so aschgraue Augen eher, die so ein bisschen silbern betont sind durch die Schminke, die sie trägt. Es ist, geht euch etwas an, aber vielmehr auch meine Freunde. Vor einer Weile hatten wir das Thema Vertrauen. Und es gibt etwas, das solltet ihr wissen, bevor ihr es von den anderen erfeiert. Tashmero wickelt ihren Turban ab, hat dann ein Haarband drunter, das ihre Ohren bedeckt, schiebt dieses Haarband zurück, sodass ihre Ohren frei liegen. Ihr seht, die sind nicht wirklich menschlich, die sind leicht spitz, die Ohren. Meine Mutter war eine Elfe. Sie schaut in die Runde. Das ist inwiefern ein Problem? Plötzlich. Ich weiß es nicht. Aber ihr solltet das wissen, bevor ihr es von den anderen erfahrt. Ich komm mal näher und tippst du die Ohren an und guckst sie mir genauer an. Das geht? Was denn das? Das geht, ja.
Merkwürdig. Ja. Ja. Ich sollte das wissen. Und ja, Tashmiro legt dann auch den. Ich zieh mal dran, vielleicht sind die angeklebt. Entschuldigung. Aua. Au. Mann, die sind echt. Genauso wie deine. Aua. Warum sollte sich denn eine Elfin auf einen Mensch einlassen? Weil wir Menschen vielleicht doch nicht so schlimm sind, wie du vielleicht denkst. Tja. Sie hat meinen Vater geliebt. Naja. Gut. Ich werde den Turban erstmal auslassen. Die anderen sollen es sehen, weil, naja. Uvara rümpft so ein bisschen die Nase. Kann er nichts dafür. Ist das denn was Schlimmes? Nein, eigentlich nicht. Ich gucke so Shayariel an, für euch. So, naja, also aus meiner Sicht ist das schon ziemlich badock, aber was weiß ich, was die Waldelfen dazu sagen. Also jetzt nicht Tashmeru, sondern überhaupt, dass sich Elfen und Menschen aufeinander einlassen. Tashmeru kann dafür ja nichts. Also nicht Tashmeru ist badock, sondern dass Elfen und Menschen eine Verbindung eingehen. Weil das für die Elfen, glaube ich, weiß ich nicht, das so gut ist. Tja, wir werden sehen, was sie dazu sagen. Aber immerhin trete ich mit offenen Karten. Uvara kommt so irgendwie näher zu Tashmeru. So fast eine Armlänge bleibt sie stehen, schaut dich dann so an, zu halb zugekniffenen Augen. Deine Mutter muss eine Ausgestoßene gewesen sein. Es tut mir sehr leid. Kann gut sein. Sie hat nie darüber geredet. Aber sie wäre eine gute Mutter. Das habe ich nicht zu beurteilen. Dann sollten wir vielleicht gehen. Hm? Warum wolltest du, dass die anderen das alles wissen? Warum ist es euch wichtig, wer eure Eltern sind? Naja, weil wir in den Traum rein sollten wir mehr voneinander wissen. Und ich muss sagen, warum? Ich habe auch ein bisschen Angst vor den Legendensängern, dass es einfach so rausgekommen wäre. Manchmal macht man, wenn man so ein Kind zweier Welten ist, schlechte Erfahrungen. Und ich spiele lieber mit offenen Karten jetzt. Also hat das nichts mit unserer Sache zu tun. Vielleicht, aber eigentlich eher nicht. Ein bisschen vielleicht. Meint ihr, es soll es wieder verstecken? Sie werden es ja eh rausfinden, eure Freunde. Warum solltest du deine Abstammung verstecken wollen? Ich sagte, manche Leute mögen es nicht. Manche Vor allen Leute Dingen einige mögen Menschen. Die Elfen nicht? Nein, Mischwesen, Mischlinge. Aber, tja, manche mögen auch Elfen nicht, habe ich mir sagen lassen. Die Welt da draußen ist schwierig. Es gibt auch einige unter uns, die Menschen nicht mögen. Verständlich. Genau das. Wobei es eher Angst ist als ein wirkliches Gefühl des Nichtmögens. Die Angst des Unbekannten. Kann ich mir gut vorstellen. Einerseits das und andererseits das genaue Wissen, dass wenn die Menschheit wollte, sie uns vernichten könnte. Nicht alle Menschen sind Kriegstreiber und Ausbeuter. Das gilt es zu beweisen. Nun folgt mir. Castellani tippt so
Ritchio auf die Schulter. Doch die war ja auch ganz freundlich. Super nett, ja. Aber mal schauen, wie es wird. Also, lasst euch nicht zu viel anmerken. Ich finde, Shayarel hat schon recht. Es ist schon gut, dass sie angekommen, also dass sie vorher zu uns gekommen ist. Das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Sie beschäftigt sich wirklich mit uns. Ich habe versucht, die Klappe zu halten, aber es ist leider nicht ganz gelungen. Du hast jetzt die nächste Chance. Tashmiru. Mach dir keinen Kopf, nur weil du spitze Ohren hast. Ich habe mit meinem Mentor habe ich schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Er wurde beäugt. Er war sehr anders als der Rest von meinem Dorf und hat es dementsprechend auch nicht so einfach. Das hatte ich am Anfang nicht gesehen, aber mit der Zeit immer mehr bemerkt, dass obwohl er schon viele Jahre dort gelebt hat, immer noch als Außenstehender angesehen wurde. Ich habe das nie verstanden, weil ich mit ihm groß geworden bin und deswegen wünsche ich mir das auch nicht für dich. Naja. Ich kann zwar nur für mich sprechen, aber ich denke, du bist Teil dieser Gruppe und das machen deine spitzen Ohren kein bisschen weniger wert. Danke. Das Gute ist, es zeigt, dass Menschen und Elfen sich wahrscheinlich nicht so unähnlich sind, sonst würde das ja gar nicht funktionieren. Also es kann ja auch irgendwie zur Verständigung der Völker beitragen. Ja? Das will ich ja wohl meinen, meint Adepta Tassia. Also, dass man sich verständigen kann. Also so unterschiedlich sind wir dann auch nicht. Sichtlich scheint das schon irgendwie zu gehen. Ja, dann lasst uns erstmal den nächsten Schritt hier überleben und dann können wir weiterschauen. Man führt euch in einen großen, hohlen Baumstamm hinein, der von innen halt sehr prunkvoll geschmückt ist mit allerlei Blätterwerk und Blumen. Und es schimmert auch hier überall so ein bisschen, so als wenn Tau irgendwie auf den Blättern schimmern würde, aber das ist ja nun hier gerade nicht der Fall eigentlich, aber trotzdem sieht es so aus. Und auf euch warten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute, also inklusive Seri und 10 Leute. Inklusive Seri und Ovara. Die erste, der euch direkt ins Auge fällt, ist jemand, der im, also die sind so in so einem Halbkreis, stehen die und erwarten euch. Und in der Mitte des Halbkreises steht schon ein Elf bereit. Auch schwarze Haare, so halblang. Schaut irgendwie in eure Richtung mit seinen saphirblauen Augen, die gar nicht zu dem Schwarz richtig passen wollen. Er wirkt sehr stämmig und vielleicht ein bisschen trägt er die Nase ein bisschen zu hoch. Würde vielleicht Snorri meinen, vielleicht ist er Horasia oder so. Ein horasischer Elf. Trägt auf jeden Fall in Erdfarben, aber doch irgendwie sehr bunte Kleidung. Dann seht ihr eine weitere Elfe mit mondweißem Haar, blauen Augen, sehr zierlich. Etwas versucht sie sich hinter den anderen zu verstecken. Dann eine weitere Elfe mit sehr, sehr, sehr erdigen Tönen, die so in der Hocke gerade ist, als ihr betretet und gerade irgendwie was mit dem Bodensand irgendwie anfängt. Auch braune Haare, was für Elfen auch relativ selten ist. Braune Augen. Also sehr, sehr, sehr unauffällig für eine Elfe.
Und weitere Elfen, die da herumstehen, die jetzt irgendwie nicht weiter zu beschreiben sind, weil sie nicht groß irgendwie eine Rolle spielen jetzt. Auf jeden Fall werdet ihr vorgestellt. Der bunte Elf mit den schwarzen Haaren ist Ralion Regenflieder. Und den kennt sogar der Magister Silberhaar, kennt den sogar. Ein berühmt-berüchtigter Elf. In den Sippen bekannt dafür, dass er Vermittler ist zwischen Menschen und Elfen. Und immer dann um Rat gebeten wird, wenn es um Elfen- und Menschenkommunikation kommt. Deswegen ist er auch jetzt gerade da. Und Magister Silberhaar kann euch erzählen, dass er bei Siedlungsgründungen zum Beispiel schon für die Verhandlungen zuständig war. Nicht von Gerasim direkt, aber von anderen Elfen und Menschen zusammengestellten Siedlungen. Die Elfe, die sich so ein bisschen im Hintergrund hält und ein bisschen so schüchtern wirkt, ist in Wahrheit eigentlich die wichtigste Elfe hier zumindest, wo ihr jetzt hier seid, denn ist die Sippenvorsteherin der Aumond-Sippe. Und ihr seid gerade auf dem Gelände der Aumond-Sippe. Fianna Mondlicht, ihr Name. Aber sie ist sehr, sehr zurückgezogen und hat sehr viel Scheu vor Menschen. Das kann euch Siri erzählen. Die erdige Dame ist Ariana Einhorngruß, eine Erdsängersippe. Dann habt ihr noch Gesandte und Ratsmitglieder aus Riulara, einer elfischen Behausung, einer elfischen Sippe. Drei Abgesandte aus Quirassim, wo ihr ja nicht hingereist wart. Aber da sind drei elfische Sippen, also drei verschiedene Stämme anwesend. Und die haben jeweils einen Gesandten geschickt. Siri ist natürlich da. Und ein Elf namens Diuniel Tränentanz von der Tränentanz-Sippe, die ebenfalls in der Nähe ist. Und natürlich Ovara, die von den Tränen, die kündet von den Tränen, von der Krähenruf-Sippe, die halt erst hinter der Grenze liegt. Und sie ist halt ja auch diejenige, die hier merkwürdigerweise, also ihr würdet jetzt ja vermuten, dass Diana die Verhandlungen führt als Aumond-Sippenvorsteherin, aber Ovara hat das Wort ergriffen. Und stellt euch noch einmal vor, so wie ihr euch jetzt gerade ihr vorgestellt hattet. Und meint dann, wir sind hier zusammengekommen, um zu überprüfen, ob wir diese kleine Gruppe über die Grenze in unsere Ländereien hineinlassen können. Ob wir sie hinein in das Licht führen können, in die Nähe des Lichtes, in die Träume. Dafür müssen wir prüfen, wer oder wie sie sind. Und dann nimmt Ralion das Wort. Ja, es ist gar nicht so einfach für Menschen bestimmt jetzt das Ganze hier alles zu verstehen. Lasst mich ein bisschen erklären. Also, wie das jetzt hier vonstatten gehen wird. Und er spricht irgendwie im Vergleich zu den anderen, die sehr, sehr melodiös sprechen und halt auf ihre elfische Art sprechen, sehr, sehr antiges Gareti. Und versucht sich so dem menschlichen Duktus sehr stark anzupassen. Es sei denn, er spricht irgendwie zu Shayariel, dann wird es wieder etwas melodiöser und so. Also lasst mich erklären. Die Entfernungsschritte vom Licht sind euch bekannt. Wir werden nun die Entfernungsschritte einzeln durchgehen und eure Taten und euer Sein abschätzen.
Augenblick. Wir sind uns dessen bewusst, dass ihr nicht mit denselben Maßstäben zu messen seid wie ein Elf, außer natürlich Shayariel. Herzlich willkommen übrigens hier, als Vertreterin deiner Sippe. Natürlich wirst du auch ein Wort mitsprechen können, als Vertreterin deiner Sippe, wenn du möchtest. Ja. Gern, aber ich bin ja jetzt Teil dieser Gruppe, also würde ich sagen, nehme ich auch das an, was der Gruppe widerfährt, weil ich bin ja nicht alleine hergekommen. Uvara meint dann, sie ist befangen. Na, das könnte man so sehen, allerdings ist sie eben zu Abzil Abgesandte einer Sippe. Wir lassen sie wählen, meint Ariana Einhorngruß. Es muss nur, bevor der Prozess anfängt, klar sein, ob sie Richter oder ob sie Gerichtete ist. Das ist recht schwierig, die Entscheidung, wenn ich gar nicht weiß, worauf ich mich einlasse. Wir werden die Menschen alle wiegen, abschätzen. Möchtest du sie einschätzen? Das kannst du vielleicht sogar als ihre Gefährtin am besten. Oder möchtest du mit in der Abschätzung geschätzt werden? Ich guck mal zu den anderen und frage, wie sie es gerne hätten. Ich würde jetzt nicht mitrichten wollen, aber sagt ihr, ob ihr meint, ich könnte irgendwie für euch Anwalt sein. Also ich finde das Argument, dass du uns am besten kennst, eigentlich ziemlich gut. Ja. Und das werden natürlich deine Mitelfinnen und Elfen entscheiden müssen, ob du überhaupt mitgerichtet werden musst oder ob du als Elfe nicht sowieso das Recht hast, dorthin zu gehen. Das weiß ich natürlich nicht. Ich sehe das ähnlich. Ich würde auch sagen, dann haben wir mindestens einer auf unserer Seite. Ich finde das gut. Bin ich denn auf eurer Seite? Ach, Elfen. Ich vertrete ja erstmal deine Sippe. Bist du nicht, meint Adepta Tassia, du bist nicht auf unserer Seite? Nein, also nur weil du Richter bist, heißt es ja nicht, dass du gegen uns sein musst oder auf der anderen Seite sein musst. Leute, ich glaube, die Diskussion ist gerade irgendwie fehl am Platze. Die wollen hier entscheiden, ob die uns an ihr Allerheiligstes ranlassen, ob unsere Finger abgewaschen sind. Ne? Also von der Warte könnte ich ja dann nur aus meiner elfischen Sicht beurteilen, ne? Also so, natürlich kann ich für euch sprechen oder auch gegen euch. Aber ich glaube, du kannst ganz, wenn jemand für uns sprechen kann, dann ja du, Shayariel. Na gut, dann wenn hier die anwesenden Elfen einverstanden sind, dass sie mich nicht prüfen wollen, dann würde ich auf die andere Seite gehen. Oh, jeder, der über die Grenze will, muss geprüft werden. Nur auf eine andere Art und Weise als das, was wir jetzt machen. Gut. Mit dir ist es einfacher. Wir können uns mit dem Salasandra mit dir verbinden und wissen sofort alles, was du weißt. Okay. Das ist mit den Menschen nicht möglich. In der Tat. Gut, dann werde ich mich in den Kreis der anderen stellen und für meine Sippe sprechen. Dann tritt zu uns. Dann gehe ich mal rüber. Irgendjemand Bestimmtes, neben den du dich stellst? Ich stelle mich neben Siri. Ja, Siri klopft dir auf die Schulter. Sind wir schon zwei? Und ich glaube, Talion ist eigentlich auch immer ganz pro Menschen. Zumindest, wenn sie nicht schlimm sind. Wir werden es sehen. Nun weiter, meint Ralion. Die Badog-Prüfung besteht daraus, dass wir euch Fragen stellen und über die nähere Vergangenheit
Weil uns interessiert ja, wie ihr jetzt seid und nicht, wie ihr vor 20 Jahren wart. Und wir werden in verschiedenen Abstufungen eure Wert einschätzen. Wert des Seins, Wert des Werdens, den Nutzen vom Wissen und Missbrauch von Macht und dann euren Hang zur Gier versuchen einzuschätzen. Ich denke, die Leiter ist nicht so gedacht, für euch zumindest, dass ihr euch irgendwo auf einer Sprosse bewegt. Ich denke, ihr werdet jede Sprosse davon schon einmal berührt haben. Zumindest ist das meine Erfahrung mit Menschen. Die Frage ist nur, welche davon gefällt euch am besten? Oder wo legt ihr Schwerpunkte in eurem Sein? Nun, habt ihr Fragen dazu? Dann beginnen wir doch mal mit der Stufe des Seins. Wie steht ihr zum Sein generell? Was ist euch das Sein wert? Der Wert des Seins ist unschätzbar für uns. Ich denke, dass da niemand andere Worte für finden würde. Keine anderen Worte. Aber das Sein ist auf jeden Fall so, wie es ist, schützenswert. Das ist, was ich noch zu ergänzen habe. Diundriel deutet dann so auf Snorri und auf Lumin. Was ist mit den beiden? Ich sehe das genauso wie die beiden. Die können das nur besser sagen, das klingt klüger. Das Leben an sich ist schützenswert und wichtig. Und ein Geschenk. Ist das so? Meint Ovara. Ja, das ist es. Ist das eure tiefste Überzeugung? Absolut. Lumin war der Name, nicht wahr? Richtig. Leben ist also unschätzbar wertvoll. Korrekt. Man sollte in keinem Fall leichtsinnig damit umgehen. Gilt das für jedes Leben? Inwiefern? Also ja, natürlich. Es gibt also kein Leben, was ihr höher schätzt als ein anderes. Überleg kurz. Also, meint ihr das jetzt allgemein auf sämtliches Leben auf Dere bezogen, inklusive Tiere, oder? Sagt ihr es mir? Also ich rede ihr von... Ihr sagtet gerade, jegliches Leben ist unschätzbar wertvoll. Jegliches. Es leben viele Dinge. Ich gebe zu, ich meinte damit intelligentes Leben. Ah, also schon eine Einschränkung. Ist das intelligente Leben höher oder niedriger zu werten als das nicht intelligente Leben? Ich
Ich bin gemutet. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich verschlinge mich immer mehr in einer Schlinge. Ja, durchaus. Ich sehe menschliches Leben höher an als tierisches, ja. Aha, meint Ralion. Da ist also schon mal eine sehr gute Unterscheidung. Wie sieht es denn aus mit Abstufungen, wenn es da schon Abstufungen gibt, innerhalb des intelligenten Lebens? Für mich persönlich sehe ich da keinen großen Unterschied. Nicht? Also auf den Einzelfall, wenn ich jetzt nur die Wahl hätte, zwei Leben zu retten und ich hätte jemanden, der die Verantwortung für ein ganzes Dorf, eine ganze Stadt, ein ganzes Land hat und ich sehe jemanden, der nur die Verantwortung für sich selber hat, würde ich definitiv den mit mehr Verantwortung versuchen zu schützen. Wenn ich nur die eine Wahl habe. Im Optimalfall habe ich die Chance, beide Leben zu erhalten. Stimmt das so? Schauen Sie es für Shayari rüber. Ich glaube, dass Lumin schon hohe Werte hat, das Sein zu erhalten und dass er auf gewisse Weise aber gelernt hat, welches Sein er meint, erhalten zu müssen. Also er würde, glaube ich, sein Leben lassen für seine Freunde und Verbündete und dafür auch kämpfen und sogar vielleicht zuerst sterben wollen, bevor andere sterben. Aber er ist vielleicht nicht so bedacht, dahinter alle Seins erstmal gleichwertig leben zu lassen, weil immer der Schutz seiner Freunde und seines, also nicht seines Volkes, sondern derjenigen, mit denen er unterwegs ist, voransteht. Und das auch über alle Maßen. Also er setzt sich auch für alle anderen stärker ein als andere. Ist da nicht ein Ariana meldet sich zu Wort. Tränentanz-Sippen-Gesandte. Ist da nicht ein Vorfall gewesen mit Goblins? Schaut dann so Richtung Ritio. Eine Auseinandersetzung innerhalb der Gruppe über den Wert des Lebens? Ja, das ist wahr. Erzählt uns davon. Auf Lumin jetzt bezogen oder eine allgemeine Schilderung? Auf mich bezogen. Auf mich bezogen? Ja. Mhm. Wir sahen uns vor der Entscheidung zum Schutze. Man könnte sagen, uns anvertraute. Ob wir das nun selbst so empfunden haben oder ob uns das so aufgegeben wurde, das kann ich jetzt nicht entscheiden. Ich für meinen Teil habe es vor allem selbst so empfunden. Und wir hatten unterschiedliche Herangehensweisen. Lumin sah die Situation anders, zum Beispiel als ich. Ich hätte versucht, eine friedliche Lösung anzustreben, indem ich mich einer militärischen Macht ergeben hätte und uns und in eine Gefahrensituation gebracht hätte. Und Lumin war nicht bereit, eine Gefahrensituation anzunehmen, die man für sich selbst verhindern kann. Also er war nicht bereit, die Waffe aus der Hand zu legen, wenn jemand anders sie gegen ihn führt. So, und ihr hättet das gemacht? Ich hätte es getan in dem Moment. Ich bin mir aber mittlerweile gar nicht mehr sicher, ob das so richtig gewesen wäre, weil sich im Nachhinein ja herausgestellt hat, dass es Faktoren gegeben hat, die unser Leben sehr viel stärker in Gefahr gebracht hätten, als ich das überschauen konnte. Da die Anführerin dieser Goblins, Shayariel sprach vom Dasa, dass sie vom Dasa geleitet war.
Aber ihr wart bereit, ein hohes Risiko einzugehen, um keine Leben zu riskieren. Das stimmt ja. Also Lumin auch. Lumin war ein hohes Risiko bereit einzugehen, um halt eben den Schutz der ihm Anbefohlenen zu gewährleisten. Aber er hat die Leben genommen. Und dieser da auch und zeigt auf Snorri. Das ist richtig. Ist das so richtig, Snorri? Ja. Warum habt ihr die Leben genommen? Ich empfand die Bedrohungssituation unserer Gruppe und den uns anvertrauten gegenüber so, dass mir Lumins Einschätzung näher war. Die Bedrohung ist doch irrelevant, meint Fianna. Es geht nur um das Achten des Lebens hier. Was hat die Bedrohung damit zu tun? Die Goblins haben nach unserem Leben getrachtet. Sie haben uns angegriffen. Wir haben uns verteidigt. Genau. Einer von euch hat doch den Ausweg gewonnen, genannt. Warum habt ihr beide nicht danach gehandelt? Weil wir uns uneinig waren? Es gäbe also eine Möglichkeit. Und ihr habt die andere Möglichkeit gewählt. Moment! Mischt sich wer war der Vertreter? Zur Radion? Radion mischt sich nicht ein. Die Erdentanz. Trintanz, Mondlicht, Virasim. Fianna, Mondlicht. Naja. Erdentanz. Dann wird Siri sich melden. Man meint, Moment. Wir dürfen eins nicht außer Acht lassen. Die ganze Situation, von der wir sprechen, ist überhaupt nur zustande gekommen, weil diese Gruppe Ariana von der Erdsänger-Sippe geholfen hat. Ist das so? Das würde ich jetzt einmal bestätigen, dass wir eben die Elfin krank gefunden haben und versucht haben, dem auf der Spur zu gehen, warum sie verletzt wurde. Und eigentlich wollten wir Kräuter für sie besorgen, damit sie wieder gesund wird und zu Kräften kommt und sich von dem Kampffieber erholt. Und in dem Zuge sind wir dann auf die Goblins gestoßen und natürlich auch auf ihre Sachen. Und haben dann später ja herausgefunden, dass eben das Dasa selbst dahinter steckt. Ja, so. Die ist ja. Also, warum habt ihr einer Elfe geholfen? Weil sie Hilfe brauchte. Sie war schwer verletzt und es war die einzige Möglichkeit, sie zu retten, die Kräuter zu besorgen. Es schien das einzig Richtige. Also aus meiner Sicht, vielleicht habe ich die anderen davon überzeugt, aber das müssen Sie sagen. Das ist nicht für mich die Frage, wenn ich jemanden sehe, der Hilfe bedarf und ich bin imstande, diese Hilfe zu gewähren. Warum sollte ich diese verneinen? Also habt ihr die Goblins getötet, um Ariana zu retten? Wir haben die Goblins getötet, die uns angegriffen haben und unser Leben beenden wollten. Alle, die geflohen sind, haben wir fliehen lassen. Und es kann sein, dass es die waren, die sie auch angegriffen haben. Auf jeden Fall war es Goblin-Sippe, ja.
Auf jeden Fall war es für die, also ob es jetzt exakt dieselben waren, ob die alle beteiligt waren, das wissen wir ja nicht. Aber das wäre doch völlig undenkbar für mich gewesen, der Elfe jetzt nicht zu helfen da. Mitten im, also krank, mitten im, verletzt, mitten im Wald und so. Also wie käme ich auf die Idee, ihr nicht zu helfen? Das macht man doch nicht, das gehört sich nicht. Würdet das ihr sagen, nicht so gelernt. Ihr schätzt das Leben einer hilflosen Person höher ein als das Leben einer nicht hilflosen Person? Wie kommen Sie denn jetzt auf? Macht ihr das? Also es ist zumindest ist die Motivation größer, dieser Person zu helfen, wenn sie sich nicht selbst helfen kann. Die Umstände für eine Hilfeleistung müssen auf jeden Fall bei der Bewertung mit einbezogen werden. Gut. Finde ich auch. Tashmeru. Nicht lange nach dieser Sache hast du ein Leben beendet, nicht wahr? Ja, das Leben einer Felamia. Einer Elfe, die vom Licht abgefallen war. Ich habe erst dann später im Anschluss herausgefunden, dass sie eine enge, sehr enge Freundin von Shayariel war. Der Blick von Diundrie geht dann zu Shayariel hinüber. Eine Freundin. Eine, ja, ehemalige Freundin, bevor sie verwandelt wurde in so ein Kreaturwesen, Felamia. Wir kommen aus derselben Sippe und sie ist, als sie diese Krankheit bekommen hat, hat sie sich selber ausgeschlossen, um uns nicht in Gefahr zu bringen. Aber offensichtlich ist sie mir gefolgt, als ich versucht habe, mehr darüber hinauszufinden und hat mich dann angegriffen. Also sie war nicht mehr sie selbst, sie war ja dieses andere Wesen, verführt vom Bösen. Tashmeru, kanntest du sie? Nein, ich kannte bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich die Felamia getötet habe, keinen von den anderen. Ich habe nach dem gehandelt, was ich gelernt habe. Wenn ein Vampir jemanden angreift, muss dieser Vampir vernichtet werden. Warum? Ist ja eine Bedrohung und eine Gefahr für andere. Er hat Shayariel angegriffen, sie war bewusstlos. Und halt Alricio auch angegriffen, angegangen. Sie war außer Kontrolle. Und ich habe mich... Du entscheidest, ob das Leben beendet wird. Ich habe geschworen, die Kreaturen des Namenlosen zu töten. Es war ja kein Leben mehr. Das heißt, von deinem ganzen Dasein her bist du eine Seinsbeenderin. Nein. Ich habe ja auch Leben gerettet, dadurch, dass ich Vampire getötet habe. Aber dein Schwur sagt, dass du ein Leben beendest. Ihr Schwur besagt, dass sie das Dasa bekämpft und die Kreaturen, die ihm verfallen sind. Genau das. Danke, Alricio. Sonst vermeide ich es, Menschen oder Kreaturen, Wesen zu töten, wenn ich es nicht brauche. Sie kannte sie nicht. Woher wusstest du, dass es ein Felamia ist? Ich habe ihn schon eine ganze Weile verfolgt. Bin nur bis zu dem Zeitpunkt nicht an sie herangekommen. Ah, du hast sie also nicht sofort getötet, meint Seri. Nein, das war nicht möglich. Ich wollte mich nicht mit einem ganzen Dorf voller Goblins anlegen. Das habe ich beobachtet, was sie tut. Wenn du gekonnt hättest, hättest du sie sofort getötet? Wahrscheinlich ja, aber sie sind listig. Aber erst nachdem du herausgefunden hattest, dass sie vom Dasa besessen war, richtig? Ja.
Genau das. Das also hat sie ihn nicht sofort getötet, sondern hat erst herausgefunden, ob sie tatsächlich eine Kreatur des Namenlosen ist. Und nachdem sie das herausgefunden hatte, danach hätte sie sie sofort getötet, wenn sie konnte. Ja. Und gucke nochmal etwas kritisch denjenigen an, der nochmal darauf gepocht hat. Liegt es nicht nahe, Lebewesen, wenn ich es nicht muss, zu töten? Also Kreaturen, die nicht. Normale Kreaturen, normale Lebewesen. Ich mache sie nur kampfunfähig. Es folgen weitere Befragungen eurer anderen Gefährten, bevor sich der Kreis zusammenzieht um Shayaril herum. Wir brauchen eine Entscheidung. Seid ihr der Meinung, sie achten das sein? Nicht jeder von ihnen. Bedenkt die Hilfe. Das ist irrelevant. Ich denke, sie achten das sein und sie werden weiter lernen. Es sind Menschen. Sie machen natürlich Fehler. Und sie haben schon gelernt aus ihrer Reise. Und sie haben vielleicht andere Maßstäbe als Elfen haben, aber ich glaube, im Großen und Ganzen versuchen sie immer, das Sein zu achten, das zu tun, was dazu beiträgt, das Sein zu schützen. Und wenn es heißt, das Dasein zu bekämpfen, das vielleicht ja auch gar nicht so ferne ist, weil wenn das Dasein wirklich das Licht angreift, dann braucht es vielleicht auch Wesen, die genau das tun, nämlich versuchen, das Dasein fernzuhalten. Vielleicht haben sie da den Elfen auch was voraus. Aber sie haben Abstufungen in der Gewichtigkeit des Geins, die sehr eigenartig sind. Mein Fian, ne? Stimmt. Die Frage ist, bevor ich auf die Menschen traf, hätte ich die Menschen vielleicht auch als weniger wichtig als die Elfen eingeschätzt. Ich meine, ich hätte sie jetzt nicht getötet, aber ich kann mich jetzt nicht davor schützen zu sagen, Menschen sind weniger wert als Elfen. Also auch wenn das Sein alles gleich wäre. Einer der Abgesandten aus Quirassi meint, das ist doch uns auch bekannt über die Menschen. Sie haben merkwürdige Vorstellungen davon, welches Sein höher zu gewichten ist als anderes. Sie haben merkwürdige Abstufungen in ihren eigenen Reihen. Könige oder wie sie die nennen, oder Kaiser, Anführer, Abstufungen, die uns eigentlich nicht so geläufig sind. Aber dennoch haben sie ein Wertesystem. Wir können sie nicht aufgrund dessen messen, wie sie sind, sondern was sie tun. Einer von ihnen hat zum Beispiel in dem Konflikt mit den Goblins eine gute Wahl getroffen. Der andere hat eine Wahl getroffen, die er für gut hielt, die aber in unseren Augen nicht so gut war. Aber wer sind wir zu entscheiden? Sie haben sich ja selbst zerstritten darüber. Sie sind sich uneins. Und Ciri meint dann, in den Träumen von Lumin habe ich gesehen, wie er mit der Entscheidung hadert. Es tat ihm leid. Und er konnte den Traum nicht beeinflussen. Er wollte mir nichts zeigen. Es war sein innerstes, wirkliches Gefühl. Ähnliches bei Snorri und den anderen. Dennoch sind sie auch davon überzeugt, das Richtige getan zu haben. Und dass sie Ariana geholfen haben, ohne sie zu kennen, zeigt doch auch, dass sie fähig sind, Sein
unabhängig von dem, was sie in ihrem Wertesystem haben, einzuschätzen. Außerdem, meint Ralion, haben sie sich verteidigt. Ich glaube, das muss man auch noch mal sagen. Es kommt zur Abstimmung, wofür stimmt Shayariel? Achten Sie das sein oder nicht? Weil ich für alle zusammen abstimme oder für jeden Einzelnen? Nee, für dich. Also nein, für die Gruppe, jetzt nicht für jeden Einzelnen aus der Gruppe. Dann stimme ich natürlich für die Gruppe. Also der Ericcio, der hat nämlich überhaupt keinen Respekt vor niemandem. Ja, ich könnte ja sein, dass aber... Es war schon wichtig, dass ihr diesen Konflikt hattet, also... Ich würde jetzt irgendwie... Es könnte natürlich sein, aber ich glaube, ich bin nicht so nachtragend, dass ich bei Tashmeru vielleicht einmal Zucker, aber dann für die anderen auf jeden Fall stimmen würde. Okay. Dann dreht sich die ganze Gruppe wieder zu euch um und meint dann, der Wert des Seins ist euch ein hohes Anliegen. Wie steht es aber zum Lenken des Werdens? Inwiefern meint, also, was versteht ihr darunter? Nun, habt ihr mal in das Werden eingegriffen? Lumi guckt fragend in die Runde. Ich glaube, wir verstehen die Frage nicht. Ja, was sie uns gefragt haben, schon seit Ciri uns davon erzählt hat, wie definiert ihr das Werden? Das ist ja, also, wollte ich das aus unserer Sicht darum, wie wir es definieren, sondern wie ihr es definiert. Und ich für meinen Teil habe Leute unterrichtet und sie dadurch auf einen Weg gelenkt, dass sie sich weiterentwickeln können. Also habe ich deren Werden beeinflusst. Aber weil sie es wollten. Und ich meine, jedes Mal, wenn man irgendwas einpflanzt, beeinflusst man ja auch das Werden. Schon mal eine Blume großgezogen, mich gut um sie gekümmert. Das ist so. Und ich selber entwickle mich ja auch immer weiter, wenn ich Sachen lerne. Also beeinflusse ich mein Werden auch und es wird von den anderen beeinflusst durch ihr Handeln. Das ist so meine Position dazu. Snorri, du bist am weitesten weg von, glaube ich, von allen von zu Hause. Würdest du sagen, dass dein Leben, so wie es verlaufen ist, gelenkt wurde? Ich glaube schon, dass der große Wahl mein Schicksal beeinflusst. Und ich wollte auch noch mal los. Ich wollte noch nicht einfach nur in der Ortaskin sitzen und alt werden. Ich wollte ja noch einmal los, was Großes erleben. Dass ich dann in dieses Abenteuer stolpere, hätte ich mir nicht träumen lassen. Wer entscheidet denn, ob du los darfst oder nicht? Naja, das entscheidet unser Anführer. Und du richtest dich nach dem, was er sagt. Also, dafür haben sie ihn ja gewählt. So ist es. Fragen Sie gerade den Richtigen. Also, ja,
Natürlich, also die Person ist dann gewählt und dann... Gewählt? Ja, wir bestimmen uns unsere Anführer. In Torwahl bestimmt man sich seine Anführer selbst. Also man wählt, wen man für den Fähigsten hält oder die Fähigste. Das Geschlecht spielt dabei gar keine Rolle. Die Person, die man für die Fähigste hält, gibt die Befehle. Also gebt ihr die Verantwortung für euer Werden in die Hände von jemandem, der es besser weiß? So würde ich das nicht unbedingt sagen, denn im Rahmen meiner Aufgabe... Adepta Tassia boxt dir so die Seite, sagt ja! Jeder von uns hat dann eine Aufgabe und ist da wieder die Person, die den Ton abgibt. Aber natürlich, es muss ja einer sagen, wo es lang geht. Es können ja nicht 5 verschiedene Leute die Befehle geben auf dem Schiff. Dann funktioniert ein Schiff nicht. Und wie wird das gewählt? Wie wird bestimmt, wer die Befehle gibt? Naja, also die sich für am fähigsten halten, schlagen sich entweder selbst vor oder man schlägt andere vor und sagt... Das sind nicht alle? Nein, es gibt auch welche, also die wollen entweder nicht Anführer sein oder man traut es ihnen nicht zu, weil nicht jeder kann jede Aufgabe. Also, wenn ich so schleichen soll, wie Tashimiro das macht, dann denkt ihr wahrscheinlich, ein großer, großer, dicker Stein rollt durch den Wald und walzt alles platt. Ihr würdet mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel früher hören als Tashimiro. Deswegen bin ich nicht die Person, die schleicht. Und genauso sind bei uns... Aber irgendetwas in deinem Leben hat sich ja so entwickelt, dass du eben das nicht kannst. Du hättest es ja auch erlernen können. Ich hatte ja meine Aufgabe. Ich bin ja Schiffszimmermann. Warum hast du Schiffszimmermann gelernt? Weil ich schon immer gerne mit Holz gearbeitet habe. Ich bin völlig fasziniert von dem, was ihr hier so baut und das sieht alles wunderschön aus. Und ich bin völlig, völlig fasziniert. Faszinierend. Und ich wüsste, auch die größten Meister bei uns könnten das niemals so wunderschön. Das danke ich mal als Kompliment. Das wohl. Uns ist aufgefallen, dass es bei dir, Lumin, etwas gibt, das dich besonderer macht als andere? Inwiefern? Dein Werden ist bestimmt durch deine Abstammung? Ja, meiner Familie gehört Land und das verwalten wir seit mehreren Generationen. Hattest du die Wahl, was du tun möchtest und was nicht? Nur im begrenzten Maße. Warum? Weil mein Vater sehr bestimmend ist. Warum kann er das sein? Weil er der Herr im Haus ist, weil er... Wurde er gewählt? Er wurde auserwählt. Von? Jemanden, dem das Land besitzt. Wer ist das? Ich glaube und zeige auf den Elf, der eben von Königen und unterschiedliche Geschichten erzählt hat, wie er schon gesagt hat, gibt es bei uns Menschen gewisse Abstufungen. Die Torvala sind da ein wenig anders. Bei uns werden Familien in einen Stand geboren und werden von Geburt an dazu ausgebildet, Verantwortung über ein Land und mehrere Menschen zu übernehmen.
Also war von Geburt an dein Werden eingeschränkt. Korrekt. Wie fühlst du dich damit? Ich habe mich dem angepasst und habe meinen Weg gefunden. Und habe mich für kleinere Wege entschieden, die ich beeinflussen konnte. Aber ja, ich fühle mich meinem Vater gegenüber verpflichtet. Was kannst du an deinem Werden beeinflussen? Wie ich bestimmte Situationen angehe. Also für mich war bestimmt dieses Leben, also bei uns ist es nochmal ein bisschen anders. Ich habe einen älteren Bruder, er wird das alles irgendwann mal übernehmen. Von daher bin ich dafür da, um eine Art Ersatz zu sein, falls meinem Bruder was passiert, beziehungsweise ihm dabei zu unterstützen. Damit die Familie und das Land weiterhin gedeihen kann, dass den Menschen, die darauf leben, es gut geht. Das ginge nicht, wenn du die Verantwortung über das Land hättest. Es ist anders geregelt. Mein Bruder ist derjenige, der darüber, der das als nächstes in der Verantwortung steht. Ist er auch fähige? Da stutzt Blumen jetzt tatsächlich kurz. Er hat seine Stärken, genauso wie ich meine Stärken habe. Diese sind nicht unbedingt identisch. Das war nicht die Frage. Ist er fähiger, das Land zu führen als du? Das werden wir nie mit Sicherheit sagen können. Warum nicht? Weil ich mich erst zu beweisen hätte, wenn ich das Land führe, genauso wie er sich erst noch beweisen muss, wenn er das Land führt. Hättest du die Möglichkeit, das Land zu führen, wenn du wolltest? Ja, aber auf eine Art, die für mich nicht in Frage kommt. Welche Art? Indem ich meinen Bruder, indem ich dafür sorge, dass mein Bruder diese Verantwortung nicht in Angriff nehmen kann. Und warum tust du das nicht? Weil ich damit ein Sein beenden müsste, wozu ich in keinem Fall dazu bereit wäre. Dass ihr überhaupt sowas fragt, erschüttert mich. Alricio, auch du bist etwas Besonderes. Bin ich das? Sag du es mir. Also ich würde Nein sagen. Nichts Besonderes. Also kannst du deinen Werden selbst bestimmen? Mein Werden? Ich würde sagen, das hängt vom Moment ab. Ich wähle meinen Werden in jedem Moment. Es gibt immer Voraussetzungen, die das Werden einschränken, vorgeben. Ihr könnt ja auch nicht einfach durch einen Baum durchlaufen, oder? Na, vielleicht könnt ihr das sogar verzeihen, ich weiß es nicht. Wenn der Baum mich lässt? Aha, aber wenn er euch lässt. Dann bin ich in das Werden des Baums einzugreifen. Ja, genau. Das ist doch meine Einschränkung. Ich würde sagen, ich gehe die Wege, die sich anbieten. Gibt es jemand, der euch lenkt? Das kann ich euch tatsächlich nicht beantworten. Wieso nicht? Weil ich nicht weiß, ob er mich lenkt. Also habt ihr nicht einen Vater wie Lumin, der euren Weg vorgibt? Doch. Den habe ich aber hinter mir gelassen. Ach, das geht. Ja, ich habe mich dem entzogen. Und dennoch habt ihr jemanden danach gewählt, der dann eure Wege lenkt. Ist das so ein gängiges Muster? Nein, ich habe mir jemanden gewählt, der sich angeboten hat und dem ich mein Vertrauen schenke. Warum schenkst du ihm denn das Vertrauen? Weil er will, was ich will. Das ist gefährlich, meint Juindriel. Ihr vertraut nicht den Personen, die die gleichen Ziele haben wie ihr.
Das ist das Einfallstor für Stasa. Vertrauen? Warum stehen wir hier dann zusammen? Wir müssten alle die Messer zücken. Es ging, glaube ich, nicht um das Vertrauen. Es ging um das... Das, was er will. Ihr wollt alle das Licht beschützen. Ist er jetzt dementsprechend, oder dass ihr wisst... Lass den Mann mal ausreden, bitte. Mich interessiert das wirklich, was er zu sagen. Es ging um eure Aussage, dass ihr dem vertraut, der die gleichen Ziele hat. Ja, tut ihr das nicht? Woher wisst ihr, dass er das nicht nur vorgibt? Das nennt man dann Vertrauen, würde ich mal behaupten. Und euer Vertrauen ist so groß, dass ihr euer Werden lenken lasst von dieser Person. Die Frage ist, was ihr unter Lenken versteht. Ich würde behaupten, er bietet mir Wege an und ich entscheide selber, ob ich sie gehe oder nicht. So funktioniert Fexens Handeln. Er würde es nicht anders tun. Und wie sieht es aus mit euch selbst? Greift ihr in das Werden anderer ein? Ja, durchaus. Auf welche Weise? Ich glaube, ich weiß, worauf ihr hinaus wollt. Erleuchtet mich. Ihr habt selber schon davon gesprochen, dass ihr in die jüngere Vergangenheit schaut und unsere Erlebnisse gerne mit uns durchgehen wollt. Und ich habe in jüngerer Zeit in das Werden von zwei Baumdrachen eingegriffen, indem ich ihnen einmal einen Weg gezeigt habe und einmal auch, indem ich sie tatsächlich... Ja, durchaus gezwungen habe. Gezwungen? Warum? Weil sie aus Habgier an Gegenständen festgehalten haben, von denen ich den Eindruck habe, dass sie für unseren Kampf gegen das Dasa essentiell nötig sind. Und sie wollen sie ungenutzt auf einem Baum rumliegen lassen. Und das hielt ich angesichts der Bedrohung, der wir uns gegenüber sehen, für sinnvoll. Aber ihr selbst habt entschieden und habt sie nicht darauf hingewiesen, dass das falsch ist, was sie tun. Doch, das habe ich. Aber die Habgier war groß. Verstehe. Wie sieht das bei euch, Tashmeru, aus? Greift ihr in das Werden ein? In gewisser Weise, dadurch, dass ich meinen Weg gehe, habe ich meine Freunde hier vor den Vampiren geschützt und ihnen auch die Möglichkeit gegeben, sich gegen die Vampire zur Wehr zu setzen. Lumen hat den letzten mit meinem Dolch getötet. Und ich habe auch allen angeboten, meinen Dolch zu nutzen, sollte ich nicht in der Lage sein, ihn selbst zu nutzen. Also greife ich damit in das Werden und meiner Freunde ein. In der Hinsicht. Dass ich ihnen Möglichkeiten biete, sich zur Wehr zu setzen. Oder auch mein Wissen mit ihnen teile. Folgen noch einige weitere Befragungen, bevor man sich wieder zurückzieht und Shayariel wieder befragt. Wie würdet ihr es einschätzen? Kommen sie in das Lenken des Werdens, wie die Fenwar es gemacht haben, die hohen Elfen? Kommen sie in die Versuchung, Macht an sich zu reißen und andere zu lenken? Haben sie auf euch eingewirkt?
Nee, es ist wieder so unterschiedlich. Also wenn ich mir das alles so anhöre, dann würde ich sagen, sie sind eigentlich zu großen Teilen weit weg davon, wirklich ernsthaft in das Werden anderer Wesen einzugreifen. Sie beeinflussen andere Wesen durch ihre Existenz, aber selten dadurch, dass sie wirklich direkt eingreifen, so wie die Hochelfen das getan haben. Ich Sie glaube, haben sich dafür. Strukturen des Lenkens geschaffen. Sie haben sich Strukturen des Denkens geschaffen, ja. Direkte Aber oder indirekte? das stimmt. Aber Aber sehr rudimentäre und unausgeprägte. das ist zurückzuführen auf ihre Natur, meint Ralion. Ihr müsst verstehen, die Menschen haben keine Möglichkeit, sich im Salasandra komplett auf alles einzulassen. Wie sollen, sie brauchen Strukturen und Lenkung. Ansonsten werden sie total verloren und jeder würde im Chaos versinken. Anders als wir können sie sich ja nicht miteinander verbinden und gemeinsam Dinge entscheiden. Und deswegen wählen sie Einzelne aus, die dann für sie entscheiden. Weil sie nicht, sie haben auch nicht so viel Lebenszeit wie wir. Wir können über Jahre und Jahrzehnte uns miteinander abstimmen und Harmonie herstellen. Und das fehlt ihnen. Also würdet ihr dafür plädieren, dass sie das Lenken des Werdens achten. Und dass sie sich bewusst sind, dass sie in die Schicksale der anderen eingreifen. Ja, ich glaube, sie haben es noch nicht hundertprozentig, also unterschiedlich. Ich glaube, manche von ihnen haben es noch nicht hundertprozentig verstanden, aber ich glaube, sie haben schon ein Gefühl dafür, dass sie eingreifen. Ich glaube, Ariccio ist da ein bisschen weiter in seinem Bewusstsein als jetzt Snorri zum Beispiel. Snorri möchte vor allen Dingen Holz verändern und jetzt nicht so in andere Menschenleben eingreifen oder Torvaler Leben. Die Mehrzahl der anwesenden Elfen sieht es ähnlich wie du. Also drehen sie sich wieder herum und meint, das Lenken des Werdens ist in eurem Sinne. Aber ihr spracht eben schon Tashmero vom Wissen. Wissen ist der nächste Schritt zum Badok. Ja, das mag durchaus sein, Das ohne mein. Besiegen der Felamia. Wie konntet ihr sie besiegen? Hat sich Wissen gesammelt über die Menschen, haben Wissen gesammelt über Jahre und es ist jetzt wieder hervorgeholt worden vor 10, 15, vor einigen Jahren. Es gibt bestimmte Materialien, auf die Felamia ansprechen. Ja, ich habe einen Dolch abgegeben, weil der aus diesem Material ist, Mondsilber. Es tötet Felamia. Sie sprechen darauf an. Und auch für andere Vampire. Das ist das Wissen, was ich nutze, um sie zu besiegen, unter anderem. Sie zerfallen daraufhin zu Staub. Es ist kein schöner Anblick. Ovara dreht sich dann zu dir hin und meint dann, würdest du behaupten oder würdest du der Aussage zustimmen, dass dein Wissen über die Felamia etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist? Ich finde, es ist etwas Gutes, weil es mir hilft, die Welt vor ihnen zu beschützen, sie zu vernichten, dass die Dunkelheit nicht die Übermacht gewinnt hier. Das Dasein, wie ihr es nennt. Es bringt nur Unglück und Verderben. Es ist natürlich auch gefährlich, dessen bin ich mir bewusst. Was daran ist gefährlich? Naja. Natürlich, ja.
Ne, Wissen ist eigentlich immer gefährlich. Das kommt immer darauf an, wie man das nutzt. Man kann es natürlich auch für sich behalten und dann wird es gefährlich, wenn man andere nicht in solche Sachen einweiht. Einfach, weil es man egoistisch ist. Das alleinige Wissen, die Existenz eines Felamir bringt den Geist schon weiter weg vom Licht. Würdet ihr dem zustimmen? Sie sind der Ausdruck des Dasein. Sich ihrer gewahr zu werden und sie zu verstehen, heißt, sich ganz und mit vollem Umfang auf das Dasein einzulassen. Ich habe mich nicht voll auf das Dasein eingelassen. Sonst würde ich nicht hier stehen. Dann hätte ich mir schon längst selbst den Dolch in die Brust gerammt, wenn ich dem Dasein verfallen wäre oder mich voll und ganz auf es eingelassen hätte. Ich habe es selbst noch nicht ganz verstanden, wie es funktioniert. Seri meint Ja. dann, ihr Wissen um das Dasa stärkt das Chi, das Licht. Dadurch, dass sie das Dasa bekämpfen kann, wird das Licht stärker. Aber dafür geht sie in den Abgrund. Aber wie geht ihr denn mit dem Dasa um? Also was ist denn daran so anders? Ihr müsst doch auch darüber Bescheid wissen, oder? Und ich habe das so verstanden, dass das Nein. Dasa das Gegenteil vom Licht ist. Und dann müsste man doch eigentlich auch mehr über das Dasa wissen, wenn man mehr vom Licht weiß, oder? Allein es reicht zu wissen, dass das Dasein existiert. Ja, und man erkennt es dann aber nicht. Und also dann. Also woher wisst ihr, dass das Dasein überhaupt existiert, wenn es keiner erkennen kann? Weil es auftaucht. Aha. Aber das ist ja nicht das, was sie gemacht hat. Sie bekämpft das Dasein nicht, weil es auftaucht, sondern weil sie gelernt hat, wie es ist, wie es funktioniert, wo Ja, seine auch wenn Stärken es und auf. Schwächen sind. Sie hat gelernt, es zu verstehen. Aber vielleicht ist das ja auch ganz hilfreich, weil zum Beispiel meine Sippe wurde ja komplett überwältigt von diesen Vampirwesen, weil wir sie nicht kannten und nicht wussten, was passiert. Und das hat dazu geführt, dass eine von uns dann selber zum Felamir wurde, weil wir gar kein Wissen hatten darüber. Also wir wussten, dass es das Dasein gibt, aber wir wussten natürlich nicht, in welcher Form es zu uns kommen würde. Und wir haben uns immer davor geschützt, aber dann kam es eben doch in einer ganz unerwarteten Form. Also vielleicht kann ja Wissen, das menschliche Wissen tatsächlich den Menschen helfen, das Wie kam Dasein das Dasein denn einzugrenzen. in deine Sippe? Meint Ovara. Durch die Menschen, durch den Handel. Aha. Was lernen wir? Kein Kontakt mit Menschen. Denn Menschen sind befallen vom Dasein. Eine einfache Regel, die verhindert hätte, was passiert. Also alle Menschen sind befallen von Dasein. Was machen wir denn hier? Vielleicht ist es ein Fehler, dass ihr hier seid. Shai-Yari nicht wissen, aber das waren ja keine Menschen, das waren ja Vampire, Kreaturen des Dasa. Und das können sogar Elfen werden. Das haben wir ja erlebt. Das Dasa ist mächtig. Also, ihr nennt das ja so. Also der Punkt ist ja, es sind ja nicht alle Menschen nur so, weil auch Menschen Vampire werden können. Ja, und hätten wir gewusst, woran wir diese erkennen, diese Vampire oder die, die vom Dasa infiltriert wurden, dann wären wir vielleicht klüger gewesen. Ich weiß es nicht, aber wir waren halt unwissend und sind unwissend, was das betrifft. Wir können uns deswegen gar nicht schützen. Seri meint dann, Lumin ist ein gutes Beispiel für das Wissen. Er hat das Dasein nicht studiert wie Tashmeru. Seine Wissen beruht auf dem, wie er mit dem Dasein konfrontiert wurde. Wo ist der große Unterschied zwischen Tashmeru und Lumin? Beide töten die Vampire auf ihre Weise. Vielleicht mit den gleichen Mitteln.
Würdest du, Lumin, sagen, du brauchst mehr Wissen, um das Dasein zu bekämpfen? Ob ich das sagen würde? Ja. Ich würde sagen, wenn es noch einfachere Methoden gibt, gegen diese Kreaturen Herr zu werden, würde ich dieses Wissen gerne aneignen, ja. Wir scheinen ja immer häufiger damit jetzt zu tun zu haben, solange wir auf diesem Pfad wandeln. Dementsprechend sollte ich, damit ich meine Gemeinschaft schützen kann, mit Tashmero auf Augenhöhe sein, damit wir möglichst effektiv dagegen vorgehen können. Fragen an eine weitere Besprechungen und Befragungen, bevor man sich wieder zu Shayariel umdreht und Shayariel merkt, dass dieser Punkt irgendwie ein sehr, sehr umstrittener Punkt ist zwischen den einzelnen Elfen hier. Vor allen Dingen Ovara ist auf jeden Fall auf der Seite, dass man das Wissen, wenn überhaupt, nur Auserwählten oder einigen wenigen zur Verfügung stellen soll. Das reicht völlig. Und Ciri argumentiert die ganze Zeit dagegen, dass das Wissen dafür genutzt werden kann, um das Dasein eben zu bekämpfen und das Licht auf jeden Fall zu stärken. Und als Ovara dann irgendwie dieses wenige, wenn überhaupt, erwähnt, kontert Ciri gekonnt mit einem: Seht ihr, vielleicht ist Tashmero eine der wenigen. Und daraufhin kann Ovara nichts mehr antworten. Es kommt zu einem Patt, sind ja 10 Leute, 5 und 5, und deine Stimme zählt. Ich muss ja jetzt wieder eine Gruppenentscheidung treffen. Die Gruppe ist ja nicht weit in ihrem Wissen, würde ich dann sagen. Also was weiß Snorri vom Dasa und so. Auf jeden Fall jetzt mehr als zu Beginn seiner Reise. Das stimmt. Das, nochmal das würde die Situation auf dem Schiff, glaube ich, nicht so ablaufen. Ich meine, vielleicht ist es ja gut, wenn die Menschen sich Wissen aneignen, bevor sich die Elfen dem Dasa mehr nähern. Dann können die das erledigen. Wenn das Wissen zum Guten genutzt wird, ist das doch hilfreich. Und die Elfen müssen nicht bei Doc werden, weil sie gar kein Wissen sich aneignen müssen. Also? Nutzen Sie das Wissen weise? Das auf jeden Fall. Und sehr ausgewählt. Und nur dann, wenn Sie es brauchen, um das Dasa dem entgegenzutreten. Dann drehen sich alle wieder um. Ihr nutzt das Wissen weise, meinen zumindest einige von uns. Aber genug, dass auch dieser Test bestanden ist. Und bevor wir jetzt zum Missbrauch der Macht und zum Hang der Gier kommen, müssen wir leider abbrechen, weil wir unsere Spielzeit schon erreicht haben. Ich glaube, die Macht sprechen wir jetzt nicht in 4 Minuten runter vom Zaun. Nee. Aber ich finde es ganz spannend. Es ist halt sehr, sehr philosophisch gerade und finde es spannend, wie die Ereignisse, die ihr bis jetzt durchlebt habt, jetzt euch entweder im Weg stehen oder euch irgendwie den Weg ebnen. Ja. Und ich finde es wunderbar, dass wir ohne Ende Magier dabei haben, aber Lumin ist das leuchtende Beispiel für Wissen. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich so war ernsthaft. Für die Elfen schon. Ja. Also für einen der Elfen. Außerdem, hallo, Lumin, ne? Es ist Licht bedeutet das, ja? Also von daher, bitte. Schon sehr geil. Ja, ich überhaupt, die werden ja nicht befragt. Ja, im Off halt, ne? Genau, im Off werden. Ja, ja.
Ja, ich also weiß, das würde jetzt echt zu weit, also wenn ich das, wenn wir jetzt noch alles irgendwie, dann müssen wir. Oh, ich würde schon gerne wissen, was Adepter sagt. Dann macht im Finde ich auch schon spannend, ich möchte aber auch nicht eine halbe Stunde Koali zuhören, wie er mit sich selber redet. Ich wollte schon sagen, der Koali kann ja einfach nochmal ein Hörspiel machen, da ist er mittlerweile ja relativ geübt, ja, und dann macht er einfach ein Hörspiel, wie die Befragung dann zerstört. Inside von der Adeptas Mind. Genau. Vielleicht ich glaube, Adepta hat gar kein Wissen. Sie tut nur so, oder hätte es gerne. Adepta hat viel Wissen. Ja. Aber da würde also Siri natürlich Magier sofort reden. Die Magier haben sich auf jeden Fall im Kopf und Kragen geredet, was das Wissen angeht. Also, ja, das glaube ich. Die also vor allen Dingen Magister Silberhaar und Hilberto. Die beiden, die haben also Leuchtfeuer fürs Wissen gehalten, ja. Mhm. Also Adepta Tassia hat tatsächlich geglänzt damit, irgendwie, dass man das Wissen halt irgendwie ganz gesindegefällig natürlich, ne, einteilen muss in das Wissen, was es wert ist. Ne, was, ne? Und das Wissen, was nützt. Teile und herrschen mit dem Wissen. Ja. Genau. Ich meine, es ist schon gut, dass wir Snorri dabei haben. Der reißt das dann immer raus für die Gruppe. Snorri hat auch ganz viel Wissen. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt eigentlich. Ja, aber nicht über Stasa unbedingt. Der ist halt. Also, ich finde, Snorri-Vorwahler ist ja gänzlich unverdächtig, was Morde angeht. Definitiv. Ja, ja. Snorri ist auch ein gutes Beispiel. Kann dafür. Hab ich ja eben gesagt, ne? Also, ich glaube, die erste Begegnung mit dem Vampir auf dem Boot würde jetzt anders ablaufen. Also, wenn Snorri das Wissen hätte, was er jetzt hat. Stimmt. Ja. 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 Ach, ich schwierig. Das ist halt dann auch das Argument, was Siri ja auch gebracht hat, ne? Wenn, dann hätte er das Dasa viel früher bereinigen können und dann wäre es zu ganz viel, dann wäre es halt zu Shayariels Sache nicht gekommen und so weiter, das wird, ne? Also. Ja. Ja, hätten wir Snorri mal früher schlau gemacht, weißt du? Genau. Das erste Präludium war mit Snorri, ja? Hätten wir da schon direkt eingreifen können und hätte der da das Wissen gehabt, dann wäre diese ganze Kampagne komplett unnötig gewesen. Hätte Tashmiro direkt auftauchen können und hätte sagen können, hier so, hey. Lass mal abstechen, ist ein Vampir. Können wir mal schauen, vielleicht finden wir ja irgendwo eine Möglichkeit, Zeit zu reisen. Oder? Aber das Spannende ist ja, dass Alricio ja in das Prälud bereits eingegriffen hat. Ja, ja, ja. Das werden gelenkt ja, das hat. Indem er den entscheidenden Gegenstand entfernt hat. Ja. Und bei Shayari auch. Ja. Das hängt ja alles zusammen. Das ist ja schon sehr geil gemacht. Ja. Die Fäden, die da gesponnen sind. Ja, weil Valinoe sagt auch, wenn ich hier die Magier noch spielen würde, das hätte Entinger Ausmaße. Ja, ja. Ja, danke schön. Wie lange würde die Befragung von Magister Silberhaar wohl dauern? Elfen haben ja auch Zeit, ne? Also. Ich glaube, irgendwann werden die Elfen aufhören, Magister Silberhaar zu befragen, weil sie die Antworten fürchten. Oh, ja. Oder das Problem ist, dass den Elfen die Zeit so egal ist, dass Magister Silberhaar während seiner Lektion irgendwann einfach verstirbt. Ja, genau. Das könnte eher passieren. Ja. Ja. Dass Dasa hätte gewonnen, weil einfach die Rede zu lang war. Und Magister Silberhaar so, endlich darf ich hier mal ausreden. Ich glaube, da bleibt er einfach bei den Elfen. Tatsächlich, ich fand das tatsächlich, diese Mischung aus Befragungen, dann diesen sehr, sehr persönlichen Erzählungen, irgendwie fand ich, ich habe gedacht, ich muss die ganze Zeit pipi, aber ich will nicht aufstehen, weil es so cool ist gerade. So dicht und so, ich will es mitkriegen. Es ist so, viel zu aufregend. Hättest du auch nachgucken können. Twitch auf dem Handy mitnehmen. Oder Funkkopfhörer. Redet jemand aus Erfahrung. Ja. So, jetzt haben wir noch zwei Runden. Macht und Gier. Ja. Das kriegt ihr auch zwei hin. Runden hin. Ja, die nächsten zwei Runden, also die nächste Runde haben wir Macht. Ich bin nicht so sicher, was Gier betrifft. Ja, die muss ich dann wirklich nachgucken, weil ich nicht da bin. Leider. Ja. Gut, Snorri. In der nächsten Runde. Ist ja echt nicht anfällig für irgendwas. Snorri ist für einfach Macht auf seiner Seinsstufe. Nee. Außer für Bier. Biergierig. Ja. Alkoholgierig. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Und ich höre aber heraus, dass es euch Spaß gemacht hat. Ja, es war sehr cool. Super. Sehr anstrengend. Anstrengend, wie du uns die Ecken manövriert hast. Ja.
Ja, ihr habt euch ja doch ja ein paar Mal im Kopf, also wo Snorri ja. da einmal angeht, so wusste ich ja mit Adepta Tassa ja angreifen. Gerade war der auch voll im richtigen Weg und dann so am Ende nochmal. Ja. So, ich gucke aber jetzt mal, wo ich euch gleich hinschicke und die anderen können mal Werbung machen für ihre Zeug, was sonst irgendwie so abgeht. Und dann schauen wir gleich mal, wo es hingeht. Nicht viel. Oh, dann mache ich mal. Bei mir ist nämlich was los. Am kommenden Mittwoch geht es in die zweite Session von Wesen. Mit unserer Gruppe aus Schweden sind wir aber gerade zu Besuch in London, weil wir zwei andere Charaktere dort einsammeln und da haben gerade ein kleines Vorabenteuer in London bei Zeitig auf dem Kanal um 20 Uhr am kommenden Mittwoch. Die erste Folge könnt ihr euch bei ihm auf YouTube anschauen und dann könnt ihr schauen, wie es weitergeht. Und Zeitiger leitet nicht, sondern Oderkind. Also neuer Spielleiter, mal was anderes. Schaut rein. Pelle, was geht eigentlich bei dir? Weiß ich noch die 7? Ja, wir haben uns ja ins Kloster begeben. Ja, allerdings passiert da jede Menge Unfug. Tatsächlich werden die Prios-Mönche auch langsam etwas ungeduldig, weil jetzt auch schon der erste offensichtliche Mord geschehen ist. Und es eskaliert gerade ein kleines bisschen auf dem Kloster Arastemot. Aber da gab es auch Befragungen. Ja, natürlich. Wir sind immer nur Prios, ne? Also ohne Befragung geht da mal gar nichts, würde ich behaupten. Befragung und Regeln, da kann man sich darauf verlassen, wenn Prios-Geweihte in Menge auftauchen. Wobei die Befragung ja nicht durch die Preisgewalten geschehen. Das ist ja auch alles interessant. Genau. Achso, ja, und am Samstag geht's weiter. Jawohl, 2015. YouTube. Auf YouTube, genau. Ja, gibt's irgendwas bei der Nerd Church zu erzählen? Die Nerd Church postet weiter fröhlich sonntags verschiedene Andachten und irgendwann, ich weiß nicht wann, kommt was zum Thema Bogenschießen. Genau, wen das interessiert, wahrscheinlich im Januar. Ansonsten findet man da immer lustige kleine Andachtsfragmente zu verschiedenen Themen. Ich habe letzt gelernt, dass manche Leute gar nicht wissen, was eine Andacht ist. Ah, so kleine Impulse mit Übertragung von etwas Nerdigen auf etwas Religiöses. Okay, dann wissen wir jetzt Bescheid. Ich würde mal sagen, lesen und anschauen. Genau, ja. Der Pöll hat also auch schon irgendwann was veröffentlicht da. Wird meins zu Sex Education rauskommen, aber ich weiß nicht wann. Es gibt einen geheimen Redaktionsplan, den ich nicht kenne. Habt ihr das Werden noch nicht beeinflusst? Was ich kann das Werden bei der Nerdchat nicht beeinflussen. Ich schicke einfach immer irgendwas ab und dann gucke ich, was passiert. Ja. Magie. Genau. Geheimnisvolle, nicht mal Hierarchie, sondern irgendwie komische Dinge, die da passieren im Hintergrund. Gibt es irgendwas, auf was der Slive noch hinweisen möchte? Ja, neue Würfelphilosophenfolge ist ja schon draußen. War ich da hast nicht ja dabei. Konnte ich nicht, mache aber trotzdem Werbung. Und was anderes, was ich ganz toll fand, ich hatte mir ja eine neulich in Aventurien-Torwahl-Folge gewünscht und sie haben eine gemacht. Also, wenn ihr euch was wünscht, kommt auch dran. Voll geil. Und es kommt jetzt bald sogar noch eine Folge über die GIs-Kalender. Also. Ja, ich bin gespannt. Also von daher, sonst Würfelphilosophen kommt ja demnächst wieder. Also nehmen wir bald die nächste Folge auf. Wir waren ohne Slive, haben wir uns nicht getraut, religiöse Themen zu besprechen, deswegen haben wir Rollenspielthemen besprochen. Nee, sonst hier wird nichts. Ja, und Rintaro, spielst du noch irgendwo anders, wo man dich noch sehen kann? Oder tauchst du noch irgendwo auf? Aktuell bin ich absolut Koali-exklusiv, ja. Ansonsten. Also ich spiele natürlich, aber nicht online. Koali-exklusiv ist auch ein schönes Wort. Nicht wahr? Ja, ich bin übrigens bei der Torwala-Folge mitzusehen.
Ja. Hören. Nicht zu hören, sehen, ne? Stimmt. Ist ja ein Podcast. Ja. Wobei sich ja auch schon gewünscht wurde, dass wir die Videosachen einblenden sollen, aber ich finde das ein bisschen, also ich finde es gerade schön, mal ein Format zu haben, wo man dein Gesicht nicht irgendwie in die Kamera halten muss. Vollkommen in Ordnung. Naja, mal gucken, vielleicht machen wir das ja doch noch irgendwie anders. Mal schauen. Gut, dann vielen Dank fürs Zugucken an euch da draußen. Ich glaube, ich habe keinen weiteren neuen Namen gelesen. Gevatter war da, Valinebal, Tengil. Jo, die üblichen Verdächtigen. Danke, dass ihr das immer so fleißig mitmacht. Wenn ihr das später schaut auf YouTube, hinterlasst uns doch bitte einen Kommentar. Und ja. Das wäre ganz cool. Oder so ein Däumchen. Und Likes natürlich, ne? Genau. Was ich übrigens vermisst habe, waren eure Einschätzungen, wo schätzen sich die Charaktere auf der Leiter ein? Da hatten wir letztes Mal drum gebeten in der letzten Folge. Genau. Gab's nur eine Antwort, ja. Und nächstes Mal wieder werden wir dieses Macht- und Gier-Thema bestehen und schätzt es mal ein. Ja, bitte. Ja. Und wenn ja, wer besteht es und wer besteht es vielleicht nicht? Oh ja. Ja, Lumin. Ja, Alricio. Oh wei. Herrlich. Gut, lasst uns irgendwas zukommen, wenn ihr darauf Lust habt. Und wenn nicht, dann ist das auch völlig in Ordnung. Wir freuen uns nur über alles. Ne? Von daher, habt noch einen schönen Resttag, wann immer ihr das hier schaut, euch hier jetzt zuschaut. Schönen Sonntag noch. Ich schicke euch jetzt weiter an Table Story. Die spielen Blade Runner. Nicht schlecht. Viel Spaß. Cool. Könnt ihr euch angucken. Bis dahin. Ciao. Ich da jetzt auch. Tschüss. Oh, schade. Schon vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen. Zum Beispiel das da. Oder das da. Mach das mal. Tschüss.